Hey Siri, spiele Pokal oder Spital? Ja, so, jetzt dürften alle eingeschaltet haben und die Lauscher aufmerksam gespitzt haben, denn wir haben wahnsinnig viele coole Themen, unter anderem eine, die vielleicht beste Schaltung der letzten Jahre, die besprechen wir, weil wir sie auch schon testgefahren sind. Wir sprechen über unsere User Awards, ein sehr spannendes Userbike des Jahres und Atherton Bikes, wo unser Kollege Moritz noch viel mehr zu sagen wird. Dies und viel mehr Themen jetzt im Podcast Nummer 20. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Ja, und damit herzlich willkommen zur 20. Ausgabe vom Mountainbike Podcast Pokal oder Spital. Mein Name ist Hannes, ich begrüße aus dem eiskalten Lemgo und grüße meinen Kollegen Moritz in Wiesbaden. Hallo, mein Name ist Moritz und ich begrüße zurück. Hallo Moritz, wen haben wir denn da noch? Hallo Hannes. Irgendwo ist im Ostdeutschland sehr kalt wahrscheinlich dahin. Okay, ich merke, nachdem ihr das mit den Orten nie vernünftig hinkriegt, ist es jetzt Ostdeutschland da. So halbwegs präzise, ja. Ich bin der Markus und ich grüße auch in die Runde. Schön, ich bin der Markus. Schön, dass wir es mal wieder geschafft haben. Ja, sehr gut. Wir haben wirklich einen bunten Strauß voller Themen heute. Der bunte Strauß. Das ist so 5 Euro ins Phrasenschwein. Ja, bunter Strauß oder pickepacke volles Potpourri. Ein Potpourri der guten Laune haben wir heute. Und ja, bevor wir mit unseren Themen heute anfangen, wir haben jetzt den 4. Februar und wir entschuldigen uns über alle Maße darüber, dafür, dass wir jetzt 4 Wochen lang nicht zu hören waren. Das lag tatsächlich an Krankheit und Zahnarzt und einfach relativ ungünstigen Terminkonstellationen. Und wir werden auch weiterhin versuchen und wirklich, wirklich versuchen, das alle 2 Wochen ab jetzt wieder durchzuziehen, wie wir eigentlich ganz gut ins Jahr gestartet waren. Das wird auf jeden Fall wieder besser. Wir sind jetzt auf jeden Fall da mit einer sehr spannenden Folge. Und bevor wir mit den Themen anfangen, Markus, wir haben ein bisschen Feedback. Was gibt's denn für Feedback und für Neuerungen? Ja, lass uns mal mit den Neuerungen anfangen. Ich habe letzte Woche Donnerstag oder so eine E-Mail bekommen von Apple und die haben gesagt, hey, du hast deinen Podcast bei uns angemeldet und weißt du was, du kannst jetzt diesen Podcast auch mit Siri starten. Es reicht einfach zu sagen, hey Siri, spiele Pokal oder Spital. Und ja, auf wundersame Weise wird das Telefon anfangen, diesen Podcast rauszutröten. Ich habe es direkt mal getestet, hat funktioniert. Und ich hoffe, dass jetzt, dass wir es am Anfang im Intro sozusagen, dass es nicht dazu geführt hat, dass überall jetzt dieser Podcast losgespielt ist. Obwohl, selbst wenn es so ist, eigentlich ist das ja gut. Die zweite Sache betrifft ja noch so eine Nachlese aus der letzten Episode. Da kam zur Sprache, also in den Kommentaren kam zur Sprache, wie wir oder wie man Podcasts konsumiert am besten. Viele benutzen den Webplayer. Das sehen wir in den Statistiken, ist ungefähr ein Drittel aller Hörerinnen und Hörer. Und die anderen zwei Drittel benutzen überwiegend schon Podcast-Player. Das sind ja so Apps auf Mobiltelefonen. Da kann man beliebige Podcasts abonnieren. Die werden im Hintergrund heruntergeladen und man kann sie einfach hören, wann man will und wo man will. Und ja, an dieser Stelle einfach mal die Empfehlung, wer das noch nicht macht, guckt euch das mal an. Es gibt ziemlich gute Podcast-Apps für alle relevanten Betriebssysteme. Für iOS kann man mal Castro, Pocket Casts, Overcast, Downcast und auch Apples eigene Podcasts-App erwähnen. Bei Android ja, weiß nicht ganz so, was es da gibt. Zumindest Pocket Casts gibt es dort auch. Jemand hat gesagt, er nutzt seit circa 10 Jahren Stitcher. Soll auch ganz gut sein. Ich denke, wenn man mal in den jeweiligen App-Stores nach Podcasts sucht, dann wird man da auch noch eine Menge anderer Apps finden. Kann man ja einfach mal schauen, ob da was dabei ist. Es ist auf jeden Fall die bequemste Art, Podcast zu hören. Moritz, wir haben wahnsinnig viele Themen. Gib uns doch mal einen Überblick über die heutigen Themen. Ja, ein Überblick über die heutigen Themen. Heute geht es sehr spannend zur Sache. Es wird kabellos, es wird elektronisch, es wird futuristisch. Wir unterhalten uns heute ausführlich über die neue kabellose SRAM-Schaltung.
SRAM Access heißt das System oder Access oder Access, ja. Access. Hannes, du bist der Experte auf diesem Gebiet, weil du unter anderem in den letzten Wochen im schönen Arizona warst. Der Ex-Experte. Der Ex-Experte, ja. Du wirst da gleich sehr, sehr viel zu erzählen. Da geht es um eine neue kabellose Schaltung und auch eine neue kabellose Sattelstütze. Extrem spannende Produkte. Du hast eben schon gesagt, die beste Schaltung der vergangenen Jahre. Bin ich mal gespannt. Wir unterhalten uns außerdem über den MTB News User Award, den wir in diesem Jahr zum vierten Mal vergeben lassen haben von unseren lieben Usern. Gibt es auch einige spannende Ergebnisse. Machen wir mit den Usern weiter. Und zwar haben die User das Userbike der Woche, unter allen Userbikes der Woche das Userbike des Jahres gewählt. Und da ist 2018 eine wahnsinnig coole Eigenkreation das Userbike des Jahres geworden. Werden wir auch noch kurz anschneiden. Und wenn wir schon bei eigenen Fahrrädern sind, müssen wir natürlich auch die Familie Atherton erwähnen, die vor wenigen Tagen bekannt gegeben haben, sie ziehen jetzt einfach mal ihr eigenes Ding auf, bieten zukünftig eigene Fahrräder an, die auch in einem ziemlich futuristischen, abgefahrenen Herstellungsverfahren gefertigt werden. Sicherlich auch eines der spannendsten Projekte der Mountainbike-Welt, in den vergangenen Jahren, finde ich jedenfalls. Werden wir alles besprechen. Wir legen los mit der kabellosen SRAM-Schaltung und dann unterhalten wir uns später noch über die weiteren Themen. Moment. War das eine zufriedenstellende Zusammenfassung? Die war fast zufriedenstellend, nur das Ende hat mir überhaupt nicht gefallen, denn wir haben noch vergessen, darüber zu sprechen, was wir denn so zu trinken gedenken in dieser Folge. Und ganz kurz, ich habe gehört, dass Rachel Atherton das ganze Projekt Atherton Bikes nur angeleiert hat, damit die auch User Bike des Jahres werden. Also ich glaube, sie wollen es demnächst schon hochladen bei uns in die Galerie, damit Sepp das dann findet und wir das hochladen können. User Bike, ja. Ja. Ja, genau, was trinken wir? Ja, was trinken wir? Also ich habe vorgetrunken gestern, weil ich bin auch noch minimal erkältet, wie man wahrscheinlich hört, und werde auch jetzt tagsüber, bin weiterhin jetzt gerade vor allem im Winter, habe ich keine Lust, jetzt groß Bier zu trinken tagsüber. Ich habe gestern von der sehr kleinen Brauerei Blechbrut das Produkt Wildkatze verkostet. Vielen Dank nochmal an Dennis, der hat mir das nämlich überlassen. Der hat das selber von dem Menschen, der Blechbrot gegründet hat, sogar, glaube ich, erhalten. Und da stelle ich das natürlich gerne vor. Ich habe es gestern getrunken. Die Brauerei hat nicht mal eine Webseite, das geht ja gar nicht. Doch. Ich finde ja nichts. Hat sie wohl. Muss nur Blechbrot eingeben. Muss nur Siri sagen, dass er danach suchen soll. Genau. Das gibt's nicht. Doch. Nee. Ja, ist vielleicht auch so ein West-Ding. Ja, das ist blockiert. Wird hier wegzensiert in der sowjetischen Besatzungszone. Es gibt nur Sterne. Du kommst nur auf die Sterni-Website. Ja. ja, also wie gesagt, blechbrot.de kann ich an der Stelle einfach sagen, so heißt die Website. Ernsthaft? Ja. Also das mit dem Internet, du musst dir mal überlegen, also wenn du irgendwann ein Jobangebot kriegst aus dem Internet, ich würde nicht drauf eingehen, das... Geh nochmal in dich. Geil, wenn man es eingibt, findet man es. Gebe ich es bei Google ein, finde ich es nicht. Ich habe es über Google gerade eingeben. Ist so? Ja. Okay. Auf jeden Fall ist es ein wunderschönes Etikett. Es ist eine stehende Katze von hinten mit einem sehr großen Hinterteil mit Leopardenfellmuster. Also allein die Dose, die macht schon was her. Und wie es Bier war, werde ich natürlich nachher sagen. Was ist in euren Gläsern oder Dosen oder ist gewesen? War gewesen, heißt es. War gewesen. Ich habe vorgetrunken gestern. Ich habe einen Augustiner Edelstoff eingeschenkt. Das hatte Moritz, glaube ich, vor ein paar Episoden auch schon mal. Ja. Und für heute habe ich mal eine neue Mate-Sorte gekauft. Ich glaube, die ist nicht neu, aber für mich ist sie neu. Ich habe sie noch nie getrunken, und zwar eine Fritz-Mate. Denk mal, relativ bekannt, die Marke von der Fritz-Cola. Und da gibt es Mate, und ich bin gespannt, wie die schmeckt. Die ist noch nicht geöffnet. Ich bin sehr gespannt, wie sie dir schmeckt. Okay. Ja, ich glaube nämlich, dass die Fritz Mate gar keine Mate ist, sondern einfach nur Wasser mit ein bisschen Zucker, wo dann die Ingenieure bei Fritz einfach so 8 Stunden lang ihre Schweißfüße reingehalten haben. Und das ist ein schönes Flaschen abgefüllt. Verstehst du es aber echt hier, mir das schmackhaft zu machen. Meine Herren.
Ja, nee, also kann ja auch Leute geben, die sowas mögen. Mhm. Aber in meinem Fall war es jetzt nicht unbedingt. Okay, na, wir können nachher nochmal drüber reden am Ende der Episode. Ja, apropos, ich habe was. Ja, Moritz, was trinkst du denn? Bevor ich habe da noch was, ganz kurz was. Mein Cappuccino ist leer und ich habe eine Mio Mio Mate vor mir stehen. Das Original. Also, täglich grüßt das Murmeltier bei Moritz, oder? Ja, ich hab am Wochenende schon vorgetrunken. Das reicht auch für die nächsten Wochen. Aber da war nichts Neues dabei. Da bin ich beim Augustiner Hellen geblieben. Und dazu noch der gute alte Äppler, den die Leute außerhalb Hessens vielleicht auch gar nicht kennen. War eine grandiose Kombination. Ich wollte gerade fragen, hast du zusammen getrunken? Ja. Ja, immer abwechselnd. Linke Hand Äppler, rechte Hand Bier, zwischendurch ein Pfeffi. Und dann lief das. Ja, deswegen halte ich mich jetzt an die Mio Mio Mate und an den Cappuccino. Sehr geil. Ich trinke heute ausgleichsweise einen Jasmin-Tee mit Erdbeer von Rewe to go. Ganz halt normal so. Wir können so Blumen-Sounds irgendwie dahinter machen von so einer lustigen Blume. Ja. Jasmin-Tee mit Erdbeer von Rewe. Jasmin-Tee. Ja. Genau. Kommen wir von Jasmin-Tee zu Access. Oh. Ein Übergang. Also diese Überleitung. Mir fiel nichts ein auf die Schnelle. Ja, kommen wir zu einem tatsächlich relativ wichtigen und aufwärtigen Thema der letzten Tage bzw. letzten Wochen für mich. Wie Moritz schon gesagt hatte, ich war beim Pressecamp von SRAM zum Thema Access in Arizona. Das war temperaturtechnisch definitiv was anderes als das, was wir aktuell in Deutschland haben. Und dort sind wir an mehreren Tagen das neue System Probe gefahren. Es geht im Grunde erstmal darum, dass die Schaltung, die wir in den letzten Wochen und Monaten öfter mal zum Beispiel am Bike von Nino Schurter gesehen haben, dass die jetzt vorgestellt wurde. Da gab es so ein paar, Spy-Shots kann man es nicht nennen, es ist halt im World Cup und bei der WM überall schon gefahren. An den Bikes von ein paar anderen SRAM-Athleten war es ebenfalls schon verbaut. Wie wir jetzt erfahren haben, ging es da in erster Linie tatsächlich darum, dass das ganze Ding unter Rennbedingungen quasi final perfekt getestet wurde von Nino selber. Das wollte er so unter Rennbedingungen testen und deswegen ist er es auch einfach gefahren. Und genauso wie die Vario-Stütze, die Reverb Access, wie sie heißt, die ist er ebenfalls gefahren und darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Die SRAM Eagle Access Schaltung, so heißt sie mit vollem Namen, ist eine 12er-Schaltung, die mehrere Produkte bzw. Sehr viel gemeinsam hat mit der 12-fach mechanischen Eagle Schaltung, die wir jetzt auch schon eine Weile kennen, seit 2 Jahren. Und diese Schaltung hat weiterhin eine Entfaltung von 500%. Und es ist eine 1x12-Schaltung, sieht auf den ersten Blick, wenn man nicht auf das Akkufach bzw. das etwas veränderte Schaltwerk guckt, relativ ähnlich aus, gibt aber doch diverse Unterschiede. In erster Linie sei da der Akku genannt. Es gibt also jetzt einen Akku sowohl bei der Reverb als auch bei der Eagle-Schaltung. Der befindet sich bei der Schaltung hinten am Schaltwerk. Den Akku werden Rennradfahrer vielleicht schon kennen. Das ist nämlich der identische Akku zur Red E-Tap-Gruppe, die jetzt schon seit mehreren Jahren, ich glaube seit 2014 im Rennradbereich eingesetzt wird. Ist der komplett identische Akku, kann auch damit getauscht werden. Das ist sehr schlau. Ist das übrigens auch derselbe Akku an der Stütze? Genau, ja. Ja, also sind alle austauschbar untereinander. Alle austauschbar, das ja. Das ist sehr schlau. Und sind auch rückwärts kompatibel. Das heißt, du kannst auch einen alten Red-Akku jetzt im Prinzip da einbauen, wenn du willst. Oder und dann du kannst den Akku aus der Stütze ins Schaltwerk bauen, wenn dir es unterwegs. Ganz genau. Oh, das ist geil. Ja. Super. Da kommen wir nämlich direkt zu einem Punkt, denn das ist auch das Erste eigentlich, was die ganzen Leute immer gefragt haben und auch fragen. Akku, ja, ist doch sofort leer. Auf Natur hast du ein Riesenproblem. Erstmal muss man sagen, ja klar, wenn es auf der Tour leer geht, ist es irgendwie doof. Allerdings muss man sagen, und das sage ich auch als jemanden, der die Red E-Tap jetzt schon eine ganze Weile im Testbike fährt, die Chance, dass das passiert, ist eigentlich relativ gering. Also wenn man das in Zahlen ist es so, dass das Schaltwerk oder der Akku im Schaltwerk mindestens 25 Fahrstunden hält. Im normalen Betrieb, also wenn man jetzt wirklich ganz regulär schaltet und dass der Akku in der Reverb ungefähr 40 Stunden.
Das heißt, der in der Reverb, der verbraucht relativ wenig, weil er wirklich eigentlich mit dem Motor das Ventil bedient, öffnet oder schließt, dann, wenn es halt gebraucht wird und da keine extrem große Motorleistung vorhanden ist. Anders ist es halt im Schaltwerk, da wird schon ein bisschen was an Motorkraft gebraucht, denn der Motor muss die Kette im Prinzip auf die höheren Ritzel drücken. Und mit Federspannung geht das Ganze wieder zurück. Das heißt, da wird er auf jeden Fall unterstützt, aber der muss in die eine Richtung halt einfach drücken. Und dadurch ist er nach ungefähr 25 Fahrstunden leer. Wenn ich jetzt das in meinen Touren rechne, dann sind das also zwei Jahre sind, ungefähr. Ja, ungefähr. Also sind 25 bis 40 Stunden, wird so gesagt. Irgendwo so dazwischen wird sich das wahrscheinlich so treffen. Und wenn ich überlege, das sind bei mir wahrscheinlich so 20 Touren oder 15 Touren mindestens. Und dann muss das ganze Ding geladen werden. Die sind relativ easy zu laden. Das heißt, wie gesagt, auch da die Red-Leute, die werden es kennen. Man muss eine Klappe einfach mit dem Daumen kurz hochschnappen lassen, dann ist das Ding raus. Es hält sehr gut, ist aber auch sehr leicht entnehmbar. Eine Stunde in die Ladestation kannst du per USB oder halt am Stecker irgendwie machen und dann ist es wieder komplett voll. Also das erstmal zum Akku. Und der Vorteil ist eben auch, sollte es tatsächlich mal, da gibt es diverse Blinksignale ab 50% Ladung, die darauf hinweisen, dass man das Ding bald mal tauschen sollte. Wenn das auf dem Trail tatsächlich passieren sollte irgendwann und man hat die Reverb halt auch montiert, dann kann man tatsächlich einfach die Dinger tauschen, weil der Reverb-Akku höchstwahrscheinlich voller sein wird und das Ganze noch durchziehen kann bis zu Hause und auf der anderen Seite so viel Energie im Prinzip wahrscheinlich noch drin sein wird, dass die Reverb irgendwie noch bedient werden kann. Und da haben sie das ja. Haben sie jetzt nicht so explizit gesagt, das vermutest du jetzt, ne? Sie haben schon gesagt, dass es sinnvoll sein kann, auf jeden Fall den Reverb-Akku dann einzusetzen, das, sollte die Schaltung werden. Ja, das ist klar, aber dass, wenn du die wechselst, dass die Reverb mit weniger Spannung klarkommt als das Schaltwerk und dann trotzdem noch funktioniert mit dem leeren, mit der leeren Batterie vom Schaltwerk. Nee, das haben sie, glaube ich, so nicht gesagt. Das, aber wie gesagt, sie haben halt gesagt, man soll es halt tauschen. Ja, und okay. Das ist für die. Aber wie gesagt, eben in der Regel, ich meine, wir laden jeden Tag unser Handy. Also man muss natürlich gucken, dass das Ding immer geladen ist. Das ist wahrscheinlich auch der einzige Schwachpunkt. Zum Preis kommen wir später noch. der einzige Schwachpunkt der Schaltung, dass man halt einfach darauf angewiesen ist, dass man eben nicht alles per Muskelkraft macht, sondern man hat halt für essentielle Funktionen des Mountainbikes braucht man einfach Elektronik. Also das muss man jetzt einfach mal voraussetzen dabei. Und das ist einfach ein Punkt, den man jetzt da auch da nicht wegdiskutieren kann. Und wer das halt nicht mag, der für den wäre das halt nichts. Sage mal ganz kurz, ich muss entschuldigen, wenn ich dich hier ständig unterbreche. Nee, das ist gut so. Du bringst da gerade einen interessanten Punkt. Angenommen, ich tüdel so rum, fahre irgendwie und die Batterie ist leer. Und ich habe auch keine Batterie mehr in der Sattelstütze, weil ich zum Beispiel diese Sattelstütze gar nicht habe. Ja. Was macht denn das Schaltwerk? Bleibt das stehen auf dem Gang, in dem es war? Kann ich das per Hand irgendwie verschieben auf einen anderen Gang? Nee, geht nicht. Also es bleibt da stehen. Und wenn ich mich jetzt ganz recht erinnere, es bleibt wirklich dort stehen. Das heißt, es schaltet halt weder in den höchsten Gang noch in den niedrigsten Gang, sondern bleibt da stehen, wo du gerade fährst. Okay, also das heißt, man kann Glück haben, wenn das passiert, man kann aber auch Pech haben. Ja, wobei, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, akustische Signale gibt es nicht. Es gibt halt Möglichkeiten zur App, da kommen wir gleich noch zu, die es dazu gibt. Da steht der genaue Ladestand drin. Es gibt aber auch die Möglichkeit am Schaltwerk, da gibt es halt sowohl am Schaltwerk als auch der Reverb, als auch den Controllern vorne am Lenker, da gibt es jeweils einen kleinen Button und über den gibt es halt ein Blinklicht. Und den man betätigen kann, wobei das Blinklicht sogar, glaube ich, selbstständig oder selbsttätig aufleuchtet ab einer bestimmten Ladeanzeige. Das heißt, wenn es grün ist, alles gut, rot bedeutet 50%, rot blinkend bedeutet, du solltest jetzt bald aufladen. Ich glaube, die drei Stufen gibt's. Und ich meine mich zu erinnern, dass rot blinkend dann selbsttätig aufleuchten wird am Schaltwerk und man wird es wahrscheinlich dann einfach sehen. Genau, das ist also so der Punkt. Auf der anderen Seite muss man sagen, man kommt wahrscheinlich irgendwie noch nach Hause. Aber ja, das ist definitiv halt so ein Ding. Funkschaltung bedeutet halt, man muss halt darauf achten.
Genau, so viel zur Funkgeschichte. Was auch relativ auffällig war und auch viel diskutiert wurde, waren die Controller. Die werden nämlich nicht mehr Trigger oder gar Shifter genannt, sondern die werden Controller genannt. Die Bedieneinheiten, die jetzt am Lenker sind, die sehen definitiv anders aus als bisherige Trigger. Und zwar ist es eigentlich auf der Schaltungsseite, also auf der rechten Seite, ist es eher so eine Wanne für den Daumen. Man legt da seinen Daumen rein und tippt nach oben und tippt nach unten. Und das Ganze ist tatsächlich am Anfang ein sehr ungewöhnliches Schaltgefühl. Denn man drückt eben nicht einen langen Hebel irgendwo hin und mit dem Daumen lässt man ihn wieder zurückschnalzen über die andere, über den anderen Hebel, sondern man hat wirklich nur diese Wanne und dieser Daumen. Der liegt in oder an dieser Wanne dran und tippt einfach nur noch nach oben, nach unten. Das ist so ein, man hat ein haptisches Feedback, sehr deutlich. Man merkt also, okay, es klickt hier und dann merkt man auch sofort, dass es schaltet. Und das ist, glaube ich, so der größte Unterschied eigentlich von dieser Schaltung und vor allem das, woran man sich in den ersten 10 Minuten definitiv dran gewöhnen muss. Hm. Sag mal, hat sich das verändert von den Prototypen, die wir irgendwie letzte Saison gesehen haben, oder ist das schon so ziemlich das, was man von den Fotos kannte? Das ist tatsächlich sehr final, ja. Ja, okay. Also da hat sich eigentlich nichts von dran geändert. Die Wanne sieht genauso aus, auch bei der Reverb. Ich glaube, Moritz, du bist die Reverb, die hast du auch schon mal probiert, oder? Genau, die habe ich im Monster N getestet. Und fandst du da sehr, sehr cool. Einfach weil sie extrem schnell ausgefahren ist. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass es erstmal ein anderes Gefühl ist, als jetzt den Reverb-Hebel zu drücken oder einen typischen Schalthebel, einen Trigger zu drücken. Aber ja, ist wahrscheinlich einfach Gewöhnungssache. Was mich da interessieren würde, ist es untereinander kompatibel? Also ist der Hebel für die Reverb identisch zum Hebel für die Schaltung? Da kommst du zum guten Punkt, denn das ist tatsächlich eins der, ich würde mal sagen, Killer-Features der ganzen Geschichte, denn du kannst das alles so programmieren, wie du willst. Das heißt, du, also die Standard-Konfiguration ist natürlich erstmal definitiv die Voraussetzung, du musst beide Produkte haben, du kaufst sie nicht als ein Paket, kannst du natürlich, aber an sich ist es halt, das eine ist die Reverb und das andere ist die Schaltung. Die laufen im selben System, aber die sind nicht voneinander abhängig. Aber ich denke, der interessiert ist, der wird sich das Ganze im System kaufen, weil es dann auch einfach miteinander am besten irgendwie harmonieren wird. Nicht zuletzt, weil man halt wirklich kaum noch Kabel dann hat. Man hat wirklich nur noch 2 Bremskabel vorne und das war's. Also allein optisch, muss ich sagen, macht das sehr viel her, dass man wirklich ein super aufgeräumtes Cockpit hat. Aber zurück zur Frage, die Sachen sind, kommen wir später, wie gesagt, nochmal in der App genauer drauf, die sind miteinander konfigurierbar. Und das bedeutet, links hast du, normalerweise ist dein Controller für die Reverb, rechts hast du den Controller für die Schaltung und du kannst diese Sachen aber insofern kombinieren, als dass du über die App diese 3 Plätze belegen kannst. Die 3 Plätze sind links Reverb und rechts hoch und runter. Und du kannst also sagen, okay, ich bin von der Red, vom Rennrad bin ich es halt so gewöhnt, dass ich sage, ich fahre links, will ich bitte nach oben schalten können und rechts mit der Daumenwanne will ich, wenn ich nach unten klicke, will ich runterschalten können und rechts oben will ich die Reverb konfiguriert haben können. Das kann man also machen, das kann man sich in der App einfach so belegen. Man kann aber auch sagen, ich will links halt in die andere Richtung schalten können oder die Reverb rechts unten haben oder wie auch immer. Das heißt, diese 3 Buttons sind frei belegbar und sogar, wenn man Gravel-Geschichten hat, wenn man sich halt beispielsweise ein Gravel-Bike mit der Red E-Tab, da hatten sie auch eins da, sie haben es Mullet-Bike genannt, so ein Single-Speed-Gravel-Bike, nee, Quatsch, Single-Speed macht überhaupt keinen Sinn, sie haben also eine Red E-Tab 12-fach Schaltung am Gravelbike gehabt und dann gibt es von SRAM, die gibt es bei der Red schon lange, diese kleinen Blip-Dinger. Das sind wiederum, die sind kabelgebunden, aber die kann man sich halt zusätzlich zu den Gangschaltern noch dazulegen lassen. Die montiert man vorne an der Schaltung oder am Trigger und dann kann man diese Blips halt noch extra irgendwie ansteuern. Das heißt, du kannst, wenn du willst, am Gravelbike halt auch eine Reverb irgendwie dran bauen und das Ganze mit der Red kombinieren zum Beispiel. Also auch mit der Red Axis, die wurde jetzt parallel vorgestellt, kannst du das irgendwie kombinieren. Das heißt, sobald irgendwas im Axis im Axis-Netzwerk existiert und das ist Stand jetzt die SRAM Eagle und
die SRAM Red-Gruppe, kannst du es miteinander kombinieren. Also wenn du irgendwie am Rennrad halt eine Reverb haben solltest, aus irgendeinem Grund, dann kannst du es irgendwie auch machen mit der Red. Genau. Das, das ist es zu den Triggern. Was haben wir noch? Ja, ein ganz cooles Feature an dem Schaltwerk ist noch, dass du, dass es im Prinzip so einen Notaus gibt. Das heißt, sobald das Schaltwerk irgendwo drankommt, gegen Stein oder gegen Ast oder eine Wurzel oder so, dann und es irgendwie einklappt oder so, im schlimmsten Fall hattest du es früher bei der mechanischen Schaltung, dass irgendwie der Bowdenzug verrutscht ist oder so, oder die Schaltung halt im schlimmsten Fall irgendwie total blöd eingestellt war danach. Das passiert bei der jetzt eigentlich nicht mehr. Bei der neuen Eagle Axis, denn der Motor beziehungsweise das ganze System ist so aufgebaut, dass das ist durch diesen Notaus im Prinzip, dass der einfach einklappt, also das drückt dann nach innen das Schaltwerk und bei einem Schlag und zieht sich aber sofort wieder raus. Also nach einer knappen halben Sekunde flitscht es wieder raus, genau an die Stelle, wo es vorher stand. Und da das fest einprogrammiert ist, gibt es keine Schaltprobleme dabei. Das heißt, es ist in dem Sinne, wenn die Schaltung einmal eingestellt ist und jetzt nicht gerade irgendwie das Schaltauge noch grob irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wurde, dann gibt es eigentlich keine Fehler mehr bei der Schaltung. Du musst ja diese ganze, haben sie euch auch gezeigt, wie die überhaupt eingestellt wird? Das muss ja relativ simpel sein, oder? Im Vergleich zu, ich habe einen Seilzug und unteren Anschlag, oberen Anschlag, ja, absolut. B-Screw also, und was es da alles gibt. Also genau, du hast es gerade schon angesprochen, es gibt einen oberen Anschlag, unteren Anschlag, der ist von Bike zu Bike ja verschieden. Mhm. Und der wird mit Hilfe dieser Buttons, die ich angesprochen habe, wird das Ganze justiert. Wie genau wurde uns vor Ort nicht zuletzt aus zeitlichen Gründen nicht gezeigt, weil die Räder waren einfach eingestellt und wir konnten halt direkt losfahren. Mhm. Aber es wird so laufen, dass man man montiert das Schaltwerk und man stellt mit Hilfe dieser Buttons den oberen Anschlag und den unteren Anschlag ein. Hat die gleiche Schablone für die B-Screw, wie man die schon von der mechanischen Eagle-Schaltung kennt, stellt damit den Abstand ein vom Schaltröllchen zur Kassette und dann war's das. Also weiß halt automatisch, in welchem Gang der halt direkt ist. Das ist halt fest einprogrammiert für die Kassette und dann kannst du eigentlich losfahren. Bei der Reverb ist es noch einfacher. Du montierst vorne einfach den Controller, montierst einen Sattel, steckst die Reverb halt in die Sattel, ins Sitzrohr und das war's halt. Mhm. Also das war ehrlich gesagt schon ganz cool, dass du gerade so eine Variostütze halt von Bike zu Bike direkt tauschen kannst, indem du einfach halt zwei Schrauben lösen musst. Und genau, und das Ganze wird gepaart, das muss einmal gepaart werden am Anfang. Und wie es genau geht, haben wir auch nicht gemacht. Wie gesagt, es war alles voreingestellt, soll aber auch sehr simpel sein. Das heißt, du setzt es in Pairing-Mode und bestätigst, sollte genauso laufen im Prinzip, wie du dein Handy mit einer Bluetooth-Box oder so verbindest. Die beiden sind dann entsprechend konfiguriert und verbunden. Und da gibt es natürlich auch den Punkt Sicherheit. Der kam auch relativ oft auf dem Camp. Das Ganze läuft über ein SRAM-internes Netzwerk, also nicht über ein offenes Bluetooth-Netz oder so. Das heißt, die einzelnen Komponenten, die kommunizieren über dieses SRAM-Funknetzwerk, was abgeschirmt sein soll. Und es soll unmöglich sein, da irgendwie mit irgendwelchen Funkgeschichten reinzufunken. Wer weiß, wahrscheinlich geht es irgendwie trotzdem. Es soll unmöglich sein. Ich weiß nicht genau, wie die Wortwahl war. Auf jeden Fall, sie haben gesagt, es wird so sicher sein wie alle möglichen anderen Sachen, die solche wichtigen Funkgeschichten halt miteinander verbinden. Und das soll kein Problem sein. Auch im Rennen musst du, wenn du irgendwas anders programmieren willst in der App oder so, du musst halt physisch am Rad dran sein, du musst das Ganze wieder pairen und du musst halt an diese Druckknöpfe drankommen und so. Also um da Schindluder zu betreiben, wir konnten es jetzt wie gesagt auch gar nicht groß ausprobieren, aber da muss man wohl zumindest am Rad dran sein und da ein bisschen Zeit aufwenden.
Genau, das sind so die wesentlichen Punkte. Vielleicht noch ganz kurz zur App und zum eigentlichen Access-Netzwerk. Dieses Access-System bedeutet nicht einfach nur, dass es eine Funkverbindung gibt, sondern mit Hilfe dieser App kann man ganz schön viele Sachen einstellen. Ich hatte schon erwähnt, dass man die ganzen Controller miteinander verbinden kann bzw. anders belegen kann. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, dass man einen Counter drin hat. Das heißt, dieser Counter, der sitzt eh im Schaltwerk. Das Schaltwerk ist eh die Zentrale der ganzen Geschichte. Das heißt, sämtliche Funkverbindungen, die kommen aus dem Schaltwerk und man connectet sich auch mit dem Schaltwerk. Das ist der Master und die anderen Geschichten sind der Slave. Gerade Fotografen werden das ganz gut kennen mit Master- und Slave-System beim Blitzen. Und so ist es da halt auch. Das heißt, Schaltwerk ist im Prinzip das Gehirn und die anderen sind so die ausführenden Komponenten dazu. Und es wird alles gezählt da drin. Das heißt, jeder Schaltvorgang wird gezählt und zwar wird es nicht genullt irgendwie, sondern jedes Schaltwerk, was von SRAM im Prinzip ausgeliefert wird, fängt mit dem ersten Schaltvorgang an zu zählen. Und das kann man sich auch auslesen lassen. Und gleiches gilt für die Reverb. Das heißt, wer jetzt Statistiken aufstellen will, der wird mit der App, konnten wir vor Ort noch nicht genau sagen, weil die noch nicht hundertprozentig freigeschaltet war, wird mit der App nachsehen können, wie oft er beispielsweise wann halt geschaltet hat, beziehungsweise wann die Reverb betätigt hat, wie oft die hoch und runter ging. Und das Ganze klingt auch erstmal so, als wäre das noch nicht das Ende der Fahnenstange, als ob mit dieser App bzw. dem Netzwerk noch einiges mehr los wäre, aber mehr wollte man uns noch nicht verraten. Aber ich denke, da wird sicherlich irgendwie noch was kommen. Man darf gespannt sein. Klingt ja danach, als ob jemand wie SRAM, der auch eine Fahrwerkskomponenten herstellt, wie Gabeln und Dämpfer, vielleicht auch in diese Richtung geht. Fox hat das letztes Jahr vorgemacht mit Fox Live. Vielleicht, genau, ja. Das würde sich halt absolut anbieten, wenn man da eh schon sowas am Start hat, das da gleich noch zu integrieren. Total. Also gerade Fox Live war auch so die erste Frage, die eigentlich dann dazu kam. Ja, wie sieht's denn aus? Irgendwie Elektronik und so. Aber um es mal so zu sagen, man hielt sich sehr bedeckt. Und aber ja, also wer da irgendwie technisch sich ein bisschen irgendwie was überlegt, der wird sicherlich irgendwie feststellen, dass das bestimmte Option sein könnte irgendwann. Aber uns wollte man tatsächlich darüber gar nichts sagen. Ja, genau. Aber dieses Access-System hat auf jeden Fall Potenzial für noch mehr Produkte, denke ich. Zwei Fragen habe ich noch zum Access-System, auch weil du gerade nochmal den Namen erwähnt hast. Also es wird, kannst du mir sagen, wie die Schaltung heißen wird? Die SRAM-Schaltung wird SRAM Eagle Access heißen. Und SRAM davon Eagle wird es die SRAM XX1 Eagle Access geben und die SRAM XO1 Eagle Access. Ah, okay. Weil das wäre meine nächste Frage gewesen, auf welcher bestehenden mechanischen Gruppe von SRAM basiert es, beziehungsweise gibt es da auch wieder unterschiedliche Ausführungen. Ist das eine Abwandlung von XX1 oder von X01? Wie sieht es da aus? Genau, es wird genauso laufen wie die Top-Gruppen der mechanischen Gruppen. Das heißt, es wird eine XO1 für den Enduro-Bereich geben und eine XX1 für den Cross-Country-Bereich. Die Unterschiede liegen darin, dass bei der XX1-Gruppe ein bisschen leichtere Materialien verwendet werden. Das heißt, man hat einen Carbon-Käfig, man hat Titan-Hardware, also Schrauben und sonstiges. Und bei der XO1-Variante gibt es einen, ich meine, einen Aluminium-Käfig und Edelstahl-Hardware. Das sind so die größten Unterschiede. Ich glaube, die Kurbel wird sogar identisch sein. Was es allerdings, also farblich wird es noch Unterschiede geben. Und zwar der ein oder andere erinnert sich bestimmt an das Kettenschloss, das Powerlock von SRAM, was diese Oil Slick Rainbow Farbe hatte. Und das wird auch die Farbe der kompletten XX1-Gruppe sein. Das heißt, sowohl die Kassette als auch die Kette als auch das Kettenschloss, die werden alle in dieser Rainbow-Optik sein, was wirklich, wirklich auffällig ist. Also ähnlich zu dieser goldenen mechanischen XX1. Und die XO1-Gruppe für den Enduro-Bereich, die wird etwas dezenter sein. Die wird in Schwarz und Polar nennen sie es werden. Das wird also eher so eine Schwarz-Silber-Geschichte. Haben Sie sich geäußert, ob Sie das diesen Top-Gruppen vorbehalten wollen oder ob Sie das über die Zeit auch nach unten durchvererben?
Das war ehrlich gesagt, da gab es auch sehr ausweichende Antworten, beziehungsweise klang es jetzt erstmal nicht danach, als ob das Ganze auf die günstigeren Gruppen ausgeweitet werden wird, denn man sagte uns, dass im Prinzip gerade die Technologie und gerade diese ganze elektronische und Funkgeschichte das Teuerste an der Sache wäre. Und ich gehe mal ganz klar davon aus, sie haben jetzt halt 5 Jahre, glaube ich, Entwicklungszeit damit gehabt. Ich denke einfach, sie wollen das noch nicht so günstig ausrollen. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwelche, vielleicht gibt es irgendwelche Pläne. Ja. Irgendwann mal, aber ich glaube ehrlich gesagt, das Ding ist halt so was anderes und ich glaube, sie möchten das auch jetzt gerne erstmal so in den beiden Top-Gruppen verkaufen. Okay. Ja, also ich denke, es wird auf jeden Fall nicht nächstes Jahr eine Axis GX geben. Ja, okay. Das glaube ich nicht. Ja, ja, weil gerade so Elektronik, wenn Sie sagen, das ist das Teuerste, dann denke ich, bezieht sich das schon auf rein auf die Entwicklungszeit, weil in der Produktion kannst du ja elektronische Sachen so, ja, wenn du das ja, skalierst auf große Stückzahlen, kannst du das ja extrem billig herstellen. Das sehen wir heutzutage an irgendwelchen Telefonen und Fernsehern und was alles nichts mehr kostet. Mhm. Aber klar, ich denke mal, sie versuchen jetzt über die Premiumpreise natürlich erstmal die Entwicklungskosten irgendwie reinzuspülen. Was, Premiumpreise, was kostet denn der Spaß? Ja, da jetzt wird es nämlich wirklich lustig. Alle, die jetzt gerade noch richtig Bock auf das Ding hatten, die haben vielleicht gleich keinen Bock mehr, denn beides wird unfassbar teuer. Die Leute, die Red kennen, die werden die Preise ungefähr kennen. Also die komplette Gruppe, die wird bei der XX1 2.100 Euro kosten und bei der XO1 genau 2.000 Euro. Man komplette Gruppe also, bedeutet? Alles im Prinzip dabei. Also du hast den, also jetzt die Reverb mal ausgenommen, hast du die von Kassette über Kurbel, Kette, Controller, Ladegerät, Akku und so weiter und so fort. Das ist halt alles dabei. Also im Prinzip wieder wie bei einer mechanischen Gruppe auch. Also der komplette Antrieb. Der komplette Antrieb, genau. Der kostet dann entsprechend so viel. Da ist es dann auch fast egal, ob man die XX1 oder die XO1 nimmt. Ja. Kann man halt gucken, welche Farbe einem besser gefällt im Endeffekt. Hast du im Kopf, was das bei der mechanischen XX1 kostet? Oder XO1 kostet? Was also neu gekostet hat, die Gruppe? Ungefähr, ja. Ich glaube, die war bei 1,5, ne? Also, ja, ungefähr 1,5 oder 1,4, glaube ich, oder sowas war das, glaube ich, was die gekostet hat. Also nochmal so 25-30% Aufschlag. Ja, ja. Also, weil das ist ja auch immer. Also darf man ja nicht vergessen bei der ganzen Diskussion, das sind jetzt die unverbindlichen Preisempfehlungen und da gibt es Hersteller, wo die unverbindlichen Preisempfehlungen, die Straßenpreise nah beieinander liegen und es gibt auch Hersteller, wo die unverbindliche Preisempfehlung, das ist ja eine unverbindliche Preisempfehlung, deutlich über dem Preis liegt, der dann sich in der Praxis etabliert. Ja, 1524 kam die XX1 Eagle. Und was kostet die jetzt? Ich denke mal so um 1000 herum ungefähr, oder? Ja, ungefähr. Man kann es sogar günstiger kriegen ein bisschen, je nachdem, wo vielleicht gerade ein Angebot ist. Also ich gehe auch davon aus, die wird für 2100 Euro definitiv nicht im Handel sein. Ist schwierig zu sagen. Ich würde mal tippen, sie kommt vielleicht in Handel mit 1,8. Ja. Vielleicht 1,9 ganz am Anfang oder so und wird natürlich ein bisschen abrutschen dann irgendwann. Und ich denke aber mal, da gab es jetzt auch keine Infos zu, aber ich gehe mal davon aus, vielleicht wird es auch irgendwann so eine Art Upgrade-Geschichte geben, dass man nur Controller und Schaltwerk, man braucht im Prinzip nur Controller und Schaltwerk, um das Ganze abzugraden. Ja. Was heißt nur, die beiden Dinger, die werden wahrscheinlich sehr teuer sein, aber die sind komplett kompatibel mit sämtlichen 1x12 Gruppen von SRAM. Das heißt, du kannst auch, wenn du willst, eine NX-Kassette fahren und die billigste 1x12 Kurbel von SRAM, das ist alles kompatibel. Also da gibt es überhaupt keine Unterschiede. Ja. Gibt es das jetzt direkt am Anfang aber schon einzeln oder nur im Set? Boah, da fragst du mich was, kann ich nicht genau sagen. Also ich weiß nur, dass es ausgeliefert werden soll. Also ab April auf jeden Fall verfügbar an Komplett-Bikes, wahrscheinlich sogar schon eher. Und ob es das einzeln gibt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das, wie das SRAM handhabt, ganz zu Anfang. Also ich gehe mal davon aus, dass es Einzelprodukte sicherlich irgendwann gibt. Nicht zuletzt, wenn irgendwas kaputt geht und man irgendwelche Ersatzteile braucht. Ja. Kann ja immer passieren. Aber genau. Ja, das sind so die wesentlichen Punkte. Habt ihr noch Fragen?
Ja, eigentlich eine recht wichtige Frage. Du warst ja jetzt in Arizona und da habt ihr sicherlich nicht nur euch PowerPoint-Präsentationen angeschaut und euch von SRAM erzählen lassen, was die Gruppe kann in der Theorie, sondern ihr habt die Gruppe auch getestet. Fass doch da bitte mal einfach deine Eindrücke zusammen, sowohl von der Schaltgruppe als auch von der elektronischen Reverb. Also zuallererst muss ich sagen, die ersten 10 Minuten waren wirklich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig und gerade in Stresssituationen ist man bei der Schaltung zuerst mal ins Straucheln gekommen. Vor allem, weil man es einfach nicht gewohnt ist, dass du nach oben und nach unten drückst, um zu schalten, sondern du hast eigentlich einen großen Hebel, den du drückst, damit schaltest du einen Gang leichter und dann hast du einen kleinen Hebel, den du drückst und damit schaltest du einen Gang wieder hoch und um den Gang, also ein kleineres Ritzel. Und das Ganze funktioniert halt einfach mit dieser Schaltwippe wirklich anders und die Schaltwippe befindet sich auch woanders. Das heißt, mir ist es öfter mal aufgefallen in den ersten Minuten, dass ich mit dem Daumen ins Leere gegriffen habe, weil ich dachte, okay, Mist, wo ist denn jetzt der Schalthebel? Und das Ganze dauerte ungefähr 10, 15 Minuten, sagten sie uns auch, es ist durchaus was anderes, man muss sich erstmal dran gewöhnen, aber nach 15 Minuten bleibt der Daumen einfach die ganze Zeit dort liegen und tatsächlich verrichtet der Daumen einfach weniger Arbeit. Das ist einem nicht so bewusst, wenn man die ganze Zeit schaltet. Also das war ein sehr, sehr schaltintensives Gelände, muss man dazu sagen. Wir sind nicht einmal berghoch und einmal bergunter gefahren, sondern man fährt die ganze Zeit 5 Höhenmeter hoch und wieder runter. Es gab eigentlich kaum Pausen. Man hat sehr, sehr viel geschaltet. Und dort kam das sehr gut zum Tragen, dass man den Daumen relativ entspannt die meiste Zeit in dieser Wanne liegen lassen konnte und man wirklich einmal kurz nach oben getippt hat oder nach oben gehalten hat und die Schaltung ist einfach verdammt schnell, muss man sagen, gerade wenn sie gehalten wird und man einfach mal 5, 6 Gänge halt hochschalten will, es macht da zack, 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 zack und die Gänge sind halt da. Und was von SRAM auch gesagt wurde, dass man, was eines der wichtigsten Aspekte war, viele Schaltfehler in der Vergangenheit oder mit mechanischen Schaltungen, die liegen dem zugrunde, dass der Daumen oder beziehungsweise wenn man halt mal schaltet, nicht immer identisch schaltet. Das heißt, man schaltet mal sehr schnell, mal sehr langsam, man schaltet mal vielleicht einen Millimeter zu viel, dadurch spannt man den Zug einfach ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu langsam oder irgendwas funktioniert in dem Moment nicht und man schaltet halt unsauber in dem Moment. Und dadurch hat man irgendwie großes Kettengerassel oder vergurkt sich irgendwas hinten auf der Kassette und das, dadurch, dass man diese 1x12 Gänge, dass die wirklich alle identisch programmiert sind und alle gleich immer schalten, also du hast immer den gleichen Kraftaufwand, die gleiche Geschwindigkeit, das passiert einfach nicht mehr. Das heißt, ich hatte tatsächlich, und ich habe es wirklich ausprobiert, schaltet hoch und runter, unter Last, unter viel Last, unter wenig Last, schnell oder langsam, es schaltet halt immer identisch und ich hatte auf jeden Fall jetzt in den beiden Tagen keinen einzigen Schaltfehler und ich habe sehr, sehr viel geschaltet. Sie ist wahnsinnig schnell und man muss auch dazu sagen, sie ist wirklich ziemlich gut. Also sie ist sehr gut. Ich wollte kauft sie sehr, sie ist sehr gut. Sie ist tatsächlich verdammt gut. Also es ist wirklich eine gänzlich neue Art des Schaltens. Ich bin sehr gespannt auf den Dauertest, den wir und auf die Dauertestprodukte, die wir hoffentlich bald bekommen, wo wir die auch mal zu Hause fahren können. Wer das fahren darf. Das ist eine gute Frage. Aber das Ding wird auf jeden Fall richtig spannend, wenn man es mal auch zu Hause testet oder auch mal in der Kälte testet. Da bin ich echt mal gespannt, wie sich der Akku dann einfach auch im Kalten verhält, weil dort waren es halt muckelige 23 Grad. Da gab es natürlich überhaupt keine Probleme, auch mit der Schaltung nicht. Der Test zu Hause ist dann meistens doch nochmal andere. Aber dort vor Ort, muss ich sagen, ist es jetzt von der Geschwindigkeit, von der Präzision. Ihr könnt es auch im Test lesen, der Testbericht ist online. Ist es schon so das Beste, was man aktuell auf dem Markt kriegen kann. Also hat mir jetzt zumindest in den beiden Tagen schon sehr, sehr gut gefallen. Es ist halt am Anfang gewöhnungsbedürftig, wenn man es aber einmal raus hat, dann ist es einfach eine wahnsinnig präzise Schaltung. Genau, das zur Schaltung. Das heißt, es ist nicht einfach nur eine X61-Eagle-Schaltung mit einem etwas anderen Trigger, wo sie dann hinten eine Batterie dran geklatscht haben und dafür das Kabel weglassen, sondern es ist tatsächlich auch ein neues und aus deiner Sicht besseres Schaltgefühl. Auf jeden Fall, ja. Es ist auch nicht einfach das gleiche Schaltwerk,
Das haben sie auch nochmal betont, das ist komplett neu designt worden, nicht zuletzt aus diesem Grund, dass man halt, wenn man jetzt so einen Schlag drauf gibt, dass das Schaltwerk halt nicht kollabiert. Die haben es wohl generell einfach stabiler gebaut, haben sie gesagt, vorher lag einfach der Fokus drauf, dass es möglichst leichtgängig für den Bordenzug sein musste. Das heißt, du hast halt die Anlenkung vom Bordenzug und das Ganze muss so leichtgängig sein wie möglich, damit du einfach wenig Kraft für Schalten brauchst. Ist jetzt mit dem Motor relativ egal, weil der Motor, der bringt, es ist ein kleiner Motor, der bringt aber relativ viel Drehmoment drauf. Wie viel weiß ich nicht, aber es ist wohl relativ viel, sagten die Ingenieure. Und dem Motor ist es halt relativ egal, wie viel der darüber schieben muss mit der richtigen Übersetzung. Und deswegen konnten die das Ding einfach, also haben sie eine ganz andere Konstruktion im Endeffekt genommen. Und wenn man sich die mal anguckt, die Schaltwerke, dann sieht man, dass es auch einfach ein bisschen robuster aussieht. Und es gibt ein paar kleine Feinheiten, die sie gemacht haben. Es gibt ein bisschen mehr Kettenumschlingung. Man hat ein bisschen mehr Bodenfreiheit, 10 mm, weil das ganze Ding kürzer geworden ist, ein bisschen mehr nach vorne gesetzt ist. Man kann nicht einfach sagen, dass es jetzt einfach ein Akku und Motor dran ist, sondern es ist tatsächlich, zumindest was Schaltwerk und Controller angeht, eine sehr neue Geschichte. Und der Rest ist einfach Eagle, wie man es kennt. Genau. Zur Variostütze, die hast du ja auch schon mal probiert. Ich kann es nur bestätigen, es ist auch ist eine sehr, sehr schnelle Stütze. Vor allem hat man das Gefühl, im Gegensatz zum mechanischen, dass das Signal definitiv schneller ankommt, als wie es eine Hydraulik oder ein Seilzug könnte. Das heißt, du drückst und in dem Moment geht es halt wirklich hoch. Also das Funksignal ist halt sofort da. Und reagiert vor allem auch sofort. Das heißt, man kann die Stütze, die geht nicht einfach nur hoch und runter, sondern man kann auch sagen, also man kann sogar gefühlt, da hätte ich jetzt gerne ehrlich gesagt mal eine mechanische zum Vergleich gehabt, ob eine mechanische Reverb das genauso kann. Man kann sie gefühlt noch besser feinjustieren. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich sitze gerade doof, ich hätte irgendwie 3 Millimeter irgendwie mehr gerade noch, irgendwie, die es höher geht, dann kannst du das mit einem Klick sehr einfach justieren, weil das Feedback einfach sofort da ist. Das fand ich ganz gut. Haptik von einem Controller, der ist sehr angenehm. Also da würde ich auch sagen, das einzige Negative an diesem Ding ist tatsächlich der Preis auch wieder. Denn den hat man noch gar nicht angesprochen. Ihr sitzt ja schon, aber ihr müsstet euch auch setzen bei dem Preis wahrscheinlich. Das Ding kostet nämlich 800 Euro im UVP. Und für den Preis kriegt man auch 3 One-Up-Vario-Stützen mechanisch beispielsweise. Du kannst aber auch diese Stütze in 3 Bikes verwenden mit 3 Controllern, ne? Das ist ein guter Punkt, ja. Genau. Also entweder, also man, ja, wobei, da würde ich den Controller. Das ist ja ein schönes Argument, aber. ist sicherlich ein tolles Argument. Man wird doch ist auch eine tolle Rechnung, wenn man sich überlegt. Dürfen, oder? Ja. Nee, also wenn man das so durchrechnet, wenn du 5 Bikes hast, dann sparst du mit dem Ding ja sogar auch. Aber für wie viele Leute ist das denn tatsächlich ein relevanter Faktor? Also der Punkt ist tatsächlich, das ganze Ding, wenn man es jetzt umschrauben würde, das Einzige, also was du machen musst, ist, du hast die Torx-Schraube vorne am Controller, das ist die reguläre Schraube, die man halt von den SRAM-Controllern so kennt. Und wenn man halt jetzt, nehmen wir mal an, man hat überall einen Adapter oder eine SRAM-Bremse, dann musst du den Torx vorne losschrauben und einmal die Vario-Stütze in ein anderes Sitzrohr reintun. Und das ist in einer Minute erledigt, kann man machen. Ich weiß nicht, wie viele es machen. Wie gesagt, Nino macht es wohl, hat er gesagt im Interview, er macht es wohl relativ häufig, je nach Bike, beziehungsweise je nach Terrain, schraubt er halt irgendwie eine normale Stütze rein oder halt seine Vario-Stütze. Und also zumindest für Mechaniker ist es auf jeden Fall ein Vorteil. Ich habe viel mit dem Carsten Wollenhaupt gesprochen dort vor Ort. Das ist, mit dem hatten wir auch schon mal ein Interview, ist einer so der SRAM bekanntesten SRAM-Mechaniker hier in Deutschland. Und der sagt, das Ganze macht zeitlich auf jeden Fall schon was extrem aus. Gerade wenn man sich vorstellt, man hat das ganze Hydraulikzeug mit der Reverb vorher immer gehabt irgendwie und dann muss man das ganze Ding nochmal entlüften und so und jetzt steckst du halt einfach irgendwie die Stütze ins Sitzrohr und schraubst halt fest und perst und das war's. Also für Mechaniker macht das, glaube ich, schon einen riesen Unterschied. Ja, das ist und auch das Feedback, was ich in Monster bekommen habe von den Rennteams.
Da ist es, da habe ich mir das Rad von Sina Frey angeschaut, die fährt für das Ghost Cross Country Team. Und die entscheidet im Prinzip auch spontan, ob sie jetzt mit Vario-Stütze fahren will oder nicht. Und vorher war es immer ein ziemlicher Act, weil, wie du schon gesagt hast, man muss dann die hydraulische Sattelstütze komplett durch den Rahmen verlegen. Man musste dann nochmal entlüften und so weiter. Und so ist es jetzt, du steckst das Ding um und innerhalb von einer Minute und 2-3 Schraubverbindungen ist das Teil komplett dran und einsatzbereit. Sehe ich total ein, ist eine super Sache. Aber halt, schon Preis. Für einen sehr, sehr speziellen Anwendungsfall. Ja, und also wenn man das ganze System jetzt einfach mal summa summarum, du bist halt bei UVP fast 3000 Euro. Das ist tatsächlich so dass der einzige große Negativpunkt, den ich dabei sehe. Also Funktion, wie gesagt, ist top. Ein paar Leute, die werden sich das jetzt bestimmt noch gefragt haben, vorhin noch was dazu sagen, wie es gewichtmäßig aussieht. Gewichtsmäßig. Das Gewicht ist fast identisch. Ich glaube, es sind bei der XX1 5 Gramm Unterschied und bei der XO1 15 Gramm Unterschied zum kompletten System. Also man spart halt einerseits die Züge und die ganze Verlegung und was weiß ich. Dafür kommt halt der Akku drauf und der Motor und so. Und das Ganze hält sich dann ungefähr ziemlich die Waage. Bei der Reverb sind es, ich meine mich richtig zu erinnern, dass es 50 Gramm, glaube ich, sind mehr Gewicht, die draufkommen durch den Motor und den Akku. Und aber grundsätzlich ist das relativ identisch. Eine Sache habe ich noch vergessen, und zwar, das werden einige RockShox Reverb-Fahrer kennen. Moritz, du weißt es bestimmt, was passiert meistens mit einer Reverb, wenn man so ein paar Wochen gefahren ist? Dann funktioniert die nach wie vor hervorragend und macht keinerlei Probleme. Genau, ja, okay, gehen wir mal vom schlimmsten Fall aus. Was passiert nach ein paar Monaten eventuell bei einer Reverb? Was hast du schon mal gehört, was passiert? Ja, also in seltenen Fällen ist es vorgekommen, dass die mal ein paar Probleme macht und dann Luft im System ist und sobald du das Rad am Sattel hochhebst, dann fährt die Sattelstütze von alleine aus oder der Sattel sackt ab. Aber das sind, also ich denke, das sind ganz wenige Leute im Internet geschrieben, ne? Das außergewöhnliche keine vertrauenswürdige Quelle und so. Ja, auf jeden Fall scheint das ganze SRAM so wichtig gewesen zu sein, dass sie das aufgegriffen haben. Denn auch SRAM sprach davon, dass es Einzelfälle mal gab, dass es öfter vielleicht mal passiert. Und dieses klassische, sie haben es squishy genannt, dass die Stütze einfach so ein bisschen, dass sie halt einfach absackt. Du setzt dich drauf, die Stütze sackt ab, was passiert dabei ist, dass Luft in den Ölkreislauf irgendwie kommt und die muss entlüftet werden. Und bisher war es so, dass du die Stütze dann schön zum Service schicken kannst oder zum Händler und dann muss das Ganze halt manuell gemacht werden. Und da muss man dann dies und das machen, das kannst du zu Hause halt nicht machen. Das kannst du mit der neuen jetzt schon. Denn da, wo die bisher das Stealth-Hydraulikkabel auf der Unterseite war, da ist jetzt einfach nur ein Knopf, mit dem du das Ganze befüllst, den du aber auch reindrücken kannst. Und genau das tust du auch. Du demontierst die Stütze, sollte das mal passieren. Das ist wohl auch jetzt geringer. Die haben wohl einiges am Innenleben verändert. Sie wollten es aber nicht ausschließen, dass es eventuell mal passieren könnte. Nimmst die Stütze also raus, stellst sie auf den Kopf, drückst diesen Knopf und drückst die Stütze so weit runter, bis alle Luft raus ist und bis du einen festen Widerstand im Prinzip irgendwann spürst. Dann lässt du noch 2 Sekunden drauf, den Knopf gedrückt, lässt alles los, fährst die Stütze wieder aus und dann ist das Ding entlüftet. Also du kriegst es jetzt sehr flott selber entlüftet, was wirklich ein großer Vorteil ist, und ich hoffe ehrlich gesagt, dass das System dann auch bei den mechanischen Reverbs irgendwann vielleicht eingeführt wird, denn das ist tatsächlich etwas, was ein großes Ärgernis für manche sicherlich beseitigen würde. Genau, also das war noch so ein Feature von der Reverb. Also halten wir fest, ein neues SRAM Access System funktioniert hervorragend, kostet einen hervorragenden Preis, ist ein spannender Ansatz, sicherlich nicht für jedermann, und wie sich es dann durchsetzt, werden wir in den nächsten Monaten sehen, wenn es ab April verfügbar ist. Kann man es so zusammenfassen? Kauft es, denn es ist sehr gut. Genau, kauft einfach die Schaltgruppe und postet in den Kommentaren, wie ihr es findet. Ja, genau. Ab April verfügbar. Ja. Im Gegensatz zu? Das war ein harter Übergang. Sehr harter Übergang. Ein passender Übergang. Ja, oder? Genau.
Ja, ich habe jetzt sehr viel geredet. Ich übergebe das Wort an Markus. Markus, worum geht's denn jetzt? Was hatten wir denn im Inhaltsverzeichnis? Hatten wir das User-Bike der Woche? Nein. Markus, komm. Setz dich noch mal ein paar Minuten hin. Ich übernehme. Oh, du bist so gut. Ich trinke hier aber, ich nuckel an meiner Mate weiter. Ja, keine Schokolade essen, ist gut. Erzähl mal, Mut. Ja. Ja, der Übergang war eigentlich bezogen auf die Shimano XTR-Schaltgruppe. Ach, Mensch, verdammt. Denn, da war ja noch was. Ja. Ah, fuck. Ist gar nicht so lustig jetzt eigentlich. Jetzt hört mal auf zu lachen. Alles spuckt Schokolade aus. Psst. Ja, also Shimano XTR ist ja der große Konkurrent von der Top-Schaltgruppe von SRAM. Und Shimano hat derzeit ein paar Probleme, was die neue Shimano XTR-Schaltgruppe angeht. Hannes, du bist die XTR-Schaltung auch schon letztes Jahr gefahren. Ja. Wann war das? Im Juni oder im Juli? Nee, das war, glaube ich, im September. Und ich muss dazu auch sagen, das war doch nicht im September. August, das September. Das war nicht im September. Ich hatte auch das Gefühl, das ist früher im Sommer gewesen. Ja, also ich schaue mal hier parallel. Markus, schau du mal nach, wann das war. Ja. Ich will nicht so irgendwas nutzen. Auf jeden Fall hast du diese Schaltgruppe getestet. Warst auch relativ angetan von der Shimano XTR-Schaltung. Die wurde wurde mit viel Spannung erwartet. Wirklich, wirklich gute Schaltung, muss man zur Ehrenrettung sagen. Das ist eine verdammt gute Schaltung gewesen. Ja. Weil Shimano hat ja auch sehr, sehr lange gebraucht, um überhaupt Juli. Auf dem Zwölffach... Ja, Anfang Juli. Juli. Ja, Juli ist näher an Juni als an September. Also du bist wahrscheinlich im Juni dort gewesen, weil der Artikel erschien am 4. Juli, was sehr früh im Monat ist. Ja, also Juni, ja. 26. Bis 30. Juni war ich tatsächlich da, ja. Siehst du? Ja. Okay. Jedenfalls, Shimano hat sehr, sehr lange gebraucht, um auf den Zwölffachzug aufzuspringen. Hat da auch... denke ich, viel Boden auf SRAM verloren im direkten Duell um die beste Schaltung. Dann ist Shimano jetzt nachgezogen, letztes Jahr im Juni, beziehungsweise generell letztes Jahr, als sie diese Schaltgruppe vorgestellt haben, die komplett neue XTR, auch mit neuer Bremse und neuen Narben und tralala. Und interessanterweise ist diese Schaltgruppe aber immer noch nicht erhältlich. Also alle Komponenten, die man derzeit so sieht, steht immer noch drauf Prototyp. Anscheinend haben auch diverse Rennteams ein paar Probleme mit der Verfügbarkeit. Also nicht nur die Endkunden sind davon betroffen, sondern im Prinzip alle. Und jetzt kam so ein bisschen raus, dass diese Probleme dann doch ein wenig gravierender sind. Bezieht sich konkret auf die Kurbel und auf die Verbindung zwischen Kurbel und Kettenblatt. Da hat sich Shimano ein neues System ausgedacht. Was aber scheinbar nicht so richtig funktioniert. Also was genau das jetzt für ein Problem ist, möchte Shimano nicht sagen. Da gibt es so ein paar verschiedene Theorien. Auch ein paar Leute aus der Industrie, die schon gesagt haben, ist jetzt eine nicht ganz optimale Situation. Und konkret wirkt sich das auf die Kompletträder verschiedener Hersteller aus, wo jetzt sehr, sehr viele Hersteller, die eigentlich die neue Shimano XTR-Gruppe verbauen wollten, übergegangen sind zu Produkten von der Konkurrenz, einfach weil diese neue Shimano XTR-Gruppe noch nicht verfügbar ist. Und jetzt hat Shimano mehr oder weniger offiziell bestätigt, dass diese Kurbel erstmal nicht kommt und sie damit Probleme haben. Das haben sie eingeräumt. Auch der Befestigungsstandard, den sie eingeführt haben, der musste erstmal gestrichen werden. Also bis das verfügbar ist, wird wohl noch ein bisschen Zeit vergehen. Eines der besten Features, die Silence-Hinterradnarbe beziehungsweise die Technologie, die dafür gesorgt hat, dass das Hinterrad, der Freilauf, komplett leise ist, wurde wohl auch gestrichen. Hannes, das war, wenn ich mich richtig erinnere, eines deiner Highlights aus dem Test. Absolutes Killer-Feature. Richtig schön, ja. Ja, wurde auch gestrichen. Da gab es scheinbar Probleme bei der Massenproduktion. Und soweit ich weiß, wurde eine der Konfigurationen für die Kassette gestrichen. Die gab es ja einmal als 10 bis 51 12-Fach-Variante, dann noch als 10 bis 46 11-Fach-Variante und als 10 bis 45 12-Fach-Variante. Und eine von den beiden kleineren Konfigurationen, ich glaube, das war die 10 bis 45 11-Fach-Variante,
Die wurde jetzt wohl auch zumindest für den amerikanischen Markt gestrichen. Also zusammengefasst, es läuft nicht ganz ideal bei Shimano. Es klingt danach, dafür, als ob sie die Shifter zumindest herstellen können. Ja. Alles andere irgendwie problembehaftet ist. Das ist schon echt vielleicht, krass. Ja, man könnte sich ja einfach eine Eagle kaufen und den Shifter damit verwenden. Ja, nee, aber ich meine, überleg mal, das ist echt die Prestigegruppe für Shimano. Und absolut, ja. So richtig Probleme, das ist schon echt hart. Mhm. Ja, es ist die Premium-Gruppe und man hat jahrelang drauf gewartet. Also ich weiß nicht, wann die vorherige XTR rausgekommen ist, aber das war nicht 2017, auch nicht 2016, sondern irgendwann um 2012, 2013 vielleicht rum. Ja, vor allem war das einfach ein Riesending. Also mit der 1x12. Es hat ewig gedauert, bis Shimano jetzt endlich nachgezogen ist. Oder vielleicht sogar ein ebenbürtiges Produkt zur XX1 Eagle hergestellt hat. Und ja, jetzt gibt es einfach die Probleme. Das ist ein super geil. Ja, da muss man sich dann überlegen, was schlimmer ist. Eine Schaltgruppe, die jetzt 2000 Euro kostet, aber dafür auch extrem gut ist, oder eine Schaltgruppe, die ähnlich teuer ist, aber einfach nicht verfügbar ist. Wir werden auf jeden Fall an der Sache dranbleiben. Es ist ein größeres Ding. Wir hoffen da demnächst noch ein paar Stimmen zusammenzubekommen und vielleicht auch ein offizielles Statement von Shimano, ja, wo sie offen und transparent mit der Situation umgehen. Weil sehr, sehr viele Leute haben sich auf diese Schaltgruppe gefreut. Und sehr, sehr viele Leute kommen einfach nicht in den Genuss davon. Und es wird sich auch sicherlich nicht nur auf die XTR-Schaltgruppe auswirken, sondern eine neue XT beispielsweise ist derzeit auch, wird fleißig getestet. Und ich denke mal, da wird sich auch alles ein bisschen nach hinten verschieben, was einfach sehr schade ist. Ja, und auch die Firmen werden sich für das nächste Modell ja vielleicht auch zweimal überlegen, ob sie das mit einer XTR specken oder ob sie dann irgendwo dahin gehen, wo irgendwas lieferbar ist. Also das ist der Albtraum eines jeden Produktmanagers. Also diejenigen in den Firmen, die dafür verantwortlich sind, festzulegen, mit welchen Anbauteilen die Fahrräder im nächsten Jahr rauskommen. Das wird ja nicht mal zwischendurch entschieden, dass sich im März die Leute zusammensetzen und sagen, ja, das Rad, was im nächsten Monat rauskommt, da bauen wir das und das und das dran. Genau. Und das bestellen wir hier von dem und dem Online-Shop, sondern das wird ja lange Zeit im Voraus festgelegt. Also 1 bis 2 Jahre im Voraus hast du das dann schon drin eigentlich. Da muss man sich wahrscheinlich jetzt schon Gedanken machen, was man an die 2020er, vielleicht sogar 2021er Modelle dran baut. Also in solchen Zyklen rechnet man da. Und das ist natürlich eine Katastrophe, wenn man da jetzt total kurzfristig umdisponieren muss, weil eine Premium-Schaltgruppe nicht verfügbar ist und man auf einen komplett neuen Hersteller gehen muss. Es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen könnte, man baut statt der 12-fach XTR dann die 12-fach XT dran und dafür senkt man auch die Preise um ein paar hundert Euro, sondern du musst ja im Prinzip alles komplett neu zusammensuchen. Du brauchst das Topmodell. Das kommt dazu, aber du brauchst halt das Topmodell. Das spielt natürlich jetzt wiederum SRAM sehr in die Karten, denn jetzt und nächstes Jahr, ich gehe mal davon aus, es wird halt alles dann mit Eagle gespeckt und wobei ich da auch wirklich, um nochmal zu SRAM zurückzukommen, ich bin wirklich gespannt, an welche Bikes, also es wird definitiv gespeckte Kompletträder geben, hat SRAM auch schon gesagt, aber ich bin wirklich auf den Preis von dem Ding gespannt. Dann, also weil das geht definitiv dann Richtung fünfstellig, würde ich jetzt mal behaupten, wenn du eine elektronische SRAM halt dran hast. Aber wird ja vielleicht auch einfach sein, wie irgendwelche Fahrräder, die dann mit Carbon-Laufräder-Upgrade angeboten werden, dass du dann nochmal irgendwie 1000 Euro drauflegst. Ja. Und dann kriegst du statt einem sehr guten Aluminium-Laufradsatz einen leichteren Carbon-Laufradsatz. Mhm. Kostenpflichtiges Upgrade kannst du machen, wenn du willst, musst es aber nicht machen. Also ich denke mal, da wird es auch weiterhin die X01 und die XX1 in der regulären mechanischen Ausführung geben. Die wird es weiterhin geben. Beides, ja. Also auch an Kompletträdern. Auf jeden Fall. Was ja auch nach wie vor zwei sehr, sehr gute Schaltgruppen bleiben. Ja, also da haben sie auch gesagt, es wird definitiv es wird kein Ersatz dafür, sondern ein Zusatz. Also kannst du machen, wenn du willst, bist aber sonst, das heißt auf keinen Fall, dass sie irgendwie die Premium Eagle mechanisch irgendwie einstampfen. Also es wird nur ein Zusatz werden. Aber das ist doch wirklich geil für die Komplettradhersteller. Dann können sie jetzt wirklich sozusagen über dem aktuellen Topmodell eben noch eins drüber ansiedeln. Da freuen die sich doch bestimmt alle. Auf jeden Fall.
Ja, ja. Ist eine sehr, sehr beliebte Taktik. Wenn du merkst, dass sich dein Top-Produkt nicht verkauft, dann bietest du einfach ein noch teureres Modell an. Und das wird die Verkaufszahlen des dann zweiteuersten Produkts ziemlich ankurbeln. Ja, weil dann hast du sogar noch gespart. hat man, glaube ich, zuerst bei Waschmaschinen oder Trocknern rausgefunden, dass sich das einfach extrem positiv auf die Verkaufszahlen des dann zweiteuersten Produkts auswirkt, weil jeder will irgendwie ein Premium-Produkt haben, aber jeder will auch ein gutes Gefühl beim Kauf haben und sparen. Und dann nimmst du halt nicht das Rad für 10.990 Euro, weil 11.000 Euro für ein Fahrrad, das ist ja total absurd. Das Ding für 9.000 Euro, das ist ja dann ein richtiges Schnäppchen, weil du sparst ja 2.000 Euro gegenüber dem. Ja, also da musst du eigentlich gleich zwei kaufen. Absolut. Ich würde noch ganz gerne kurz das Thema Schaltungen abschließen. Auch wenn eigentlich als nächstes User-Bike des Jahres auf dem Plan steht. Aber das klammere ich jetzt mal kurz aus. Zwei spannende Sachen. Erstens hat Aaron Gwynn jetzt bekannt gegeben, dass er tatsächlich für Intense fährt. Unterhalten wir uns auch gleich noch drüber. Aber was da interessant ist, ist die Schaltung, die am Rad von Aaron Gwynn verbaut ist. Die Schaltung, mit der jetzt auch Intense an den Start gehen wird. Mit dem zum Beispiel auch das neue Scott Factory Downhill Team an den Start gehen wird. Und zwar von TRP. Die waren bisher für Bremsen bekannt, sind da auch noch gar nicht so lange auf dem Markt. Also jetzt so seit 3 Jahren, glaube ich. Ich glaube, das ist auch damals mit Aaron Gwynn und dem YT Mod bekannt geworden. Bremsen, die sehr, sehr gut funktionieren. Und man hat letztes Jahr schon so ein paar Prototypen-Schaltungen am Rad von Aaron Gwynn gesehen, wo aber lange Zeit unklar war, zu wem gehört es jetzt überhaupt, haben sie auch nichts gesagt. Hatten wir doch sogar im Podcast, kann das sein? Mhm. Ja, ne? Das kann sein, ja. Ja. Und da geht das Team jetzt ziemlich offen mit um und sagt, ja, TRP bietet Schaltungen an. Wenn ich mich richtig erinnere, soll es auch nicht nur bei einer Downhill-Schaltung bleiben, sondern auch bei regulären 12-Fach-Schaltungen. Ich bin es noch nie gefahren. Kenne auch niemanden, der Schaltungen von TRP gefahren ist, aber könnte eine spannende Sache sein, da einfach noch einen anderen Player auf dem Markt zu haben, und Alternativen sind ja nie verkehrt. Auf jeden Fall. Ja, also das finde ich sehr spannend, ist mir dazu noch eingefallen, damit es nicht die ganze Zeit um SRAM und Shimano geht. Und jetzt kommt die nächste schöne Überleitung. Was ist denn in unserem MTB News User Award die Innovation des Jahres geworden? Wisst ihr das aus dem Kopf? Ich weiß es, weil ich sehr verwundert war. Musste zweimal gucken und habe auch nochmal in die Rohdaten geschaut, ob das wirklich stimmt, aber es ist tatsächlich so. Es ist die SRAM NX Eagle Schaltgruppe. Ja. Eigentlich der genaue Gegensatz zu den Edelschaltgruppen, nämlich die günstigste 12-Fach-Schaltung aus dem Hause SRAM, die von wie viele Leute haben abgestimmt? Über 13.000. Über 13.000. Das war doch ein ziemlich deutliches Ergebnis auch, ne? Hast du die 13.000? Guck gerade mal. Es klang gerade so mit den, also die 40.000? Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich weiß es nicht. Das ist ein Zitat, aus einem Film, genau, von dem bekloppten Dänen. Ah, okay. Ja, also die SRAM sich diesen Stapel Scheine weggreift, dann so, das ist auch geil. Ja. So innovativstes Produkt. Ich guck mal ganz kurz, es war so ein krasser 20% der Stimmen, das heißt ein Fünftel der Leute. Viel. Das ist echt viel, verglichen mit anderen Kategorien. Ich habe aber auch eine ich habe eine Idee, warum es so sein könnte, denn Ich glaube, die meisten Leute werden tatsächlich nicht dran gedacht haben, okay, was ist denn jetzt so besonders an dem Ding? Sondern ich glaube, die meisten Leute sagen, ich finde es deswegen innovativ, weil wir haben jetzt endlich nicht nur diese ganzen Edelschaltungen irgendwie mit einmal 12, sondern das ganze Ding ist jetzt einfach endlich an meiner alten Narbe irgendwie wieder auch kompatibel, und jetzt kann ich das Ding halt einfach fahren, weil es nur 300 Euro kostet und muss mir nicht eine teure GX kaufen mit einer neuen oder eine etwas teure GX oder fast gleichwertige, aber ich brauche auch keine andere Narbe dafür, sondern ich kann einfach, sogar selbst du mit deinem 26 Zoll Canyon, du, da hätte ich das mir Ding auch ein anderes Laufrad einbauen können. Es ist auch nicht
es ist auch nicht so viel günstiger als die Eagle. Die kosten sogar, glaube ich, ungefähr gleich. Also ich, ist mir wirklich schleierhaft. Aber es ist halt, also mit man muss halt sagen, vielleicht. Innovation mit dem Namen, also Innovation hat für mich tatsächlich Platz 5, nee, Quatsch, ja, alles, was so ab Platz 4 eigentlich runtergeht, da sind für mich die wirklich richtig innovativen Sachen. Was ist das denn? Ja, 4 bis 10, also du hast halt echt, du hast die Rotorgruppe, die einmal 13, die Faserspeichen von PI-Rope, den Sturzsensor von Toxin, Ceramic Speed, das Bolt Unplugged, was alles integriert hat, gut, das One-Up EDC Tubeless Repair Kit, kann man drüber streiten, ob das jetzt ja, massiv ist innovativ eine, ist halt nette Spielerei. Ja. Der Stiffmaster ist auch, ist auf jeden Fall. Also ich hatte ihn mir auch gekauft. Ich finde ihn gut. Es ist jetzt nicht der, also man, es ist, bedeutet nicht, dass man jetzt nur diesen Steuersatz fahren muss. Aber er macht das ganze Cockpit auf jeden Fall ein bisschen steifer. Aber ja, also ich glaube, wir hatten uns drüber unterhalten doch schon im Vorfeld. Das, ja, ich glaube, wir haben uns auch Ceramic Speed, glaube ich, drüber unterhalten, was für uns die Innovation des Jahres war. Ich glaube, wir waren bei Ceramic Speed hatten wir verblieben, alle irgendwie die meisten. Erwähnt, ja. Also wenn Platz 7 in dem Fall. Ja, wenn man sich hier die Liste nochmal anschaut, Platz 2 ist eben die Eagle E-Tap, also die Access heißt sie ja jetzt. Das zum Beispiel, ja, würde ich als echte Innovation bezeichnen. Und die steht da halt zu Recht ganz oben mit auf dem Treppchen, aber so bei der NX Eagle, keine Ahnung. Also es ist, was ist denn ist auf Platz 3 ist Fox Live, oder? Ist durch, auch innovativ. Das ist eigentlich auch eine ziemlich auf jeden krasse Fall. Innovation. Also finde ich auf jeden Fall auch auf einer Stufe mit der elektrischen Schaltung, ja. Weil da hast du tatsächlich ein Fahrwerk, was sich ultra aktiv an den Untergrund anpasst, ohne dass du dafür irgendwas machen musst. Und es wird ja auch oft gesagt, es macht dich schneller oder effizienter. Da ist es ja tatsächlich so. Also da kannst du es auch nachweisen, du kannst es messen. Kommt mir da fast schon ein bisschen zu schlecht weg. Auch wenn es wieder ein Produkt ist, was vielleicht wird der Preis mit einkalkuliert. Ja, das sieht man ja auch am ersten Platz. Ja. Ja. Ja, und eigentlich. Apropos User Awards. Eine Marke fehlt mir da auch eigentlich in den Top 10. Oder eigentlich auch in den Top 1. Aber. In den Top 1. Ich glaube, wer die. Ich weiß auch, welche Marke du meinst. Ja, ich weiß auch, welche du meinst. Dann lass mal gut sein. Vielleicht gibt es halt den einen oder anderen Award, der geholt wurde. Ja, schaut mal auf die Website. Es ist fast zum nichts Beispiel, übersehen. Zum Beispiel heute. Zweimal. Ja. Ja. Apropos Awards. Also generell User Award in über 20 Kategorien konnten unsere User abstimmen über das innovativste Produkt des Jahres, das Cross-Country-Bike des Jahres, die beste Rucksackmarke des Jahres, die nachhaltigste Marke des Jahres, die Marke mit dem allerbesten Kundenservice und so weiter. Über 13.000 Stimmen sind eingegangen. Die Ergebnisse, die sind in den letzten Tagen auf MTB News Online gegangen. Schaut da einfach mal rein, sind sehr, sehr spannende Sachen dabei. Auch einfach um zu sehen, was so in der Gunst der Leser weit oben steht. Gab es für euch persönlich Überraschungen? Über welche Kategorie habt ihr euch ganz besonders gefreut? Hat da was für euch so rausgestochen? Also ich muss sagen, ich habe mich tatsächlich gefreut für was die innovativste Marke anging, und zwar ist da die wirklich kleine, aber feine Firma von unserem User Bommelmaster alias Cornelius Kapfinger auf Platz 5 gelandet, mit immerhin 4% der Stimmen bei der innovativsten Marke des Jahres, und unter den 5 innovativsten Marken des Jahres zu sein, mit den doch relativ, mit den wenigen, aber sehr durchdachten Produkten, die er bisher auf den Markt gebracht hat, das finde ich schon sehr beachtlich, denn 4% der Stimmen sind bei 13.000 Stimmen auch eine ganz schöne Messlatte, und das hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Möchtest du noch kurz sagen, wie die Marke von Cornelius heißt? Intent. Ah, die, genau, Intent Bike Components, kurz Intent BC, und Intent sind in erster Linie für diverse Federgabeln bekannt,
oder ist bekannt und dann für so kleine Lösungen, wie beispielsweise diesen Stiffmaster. Das ist eine spezielle Oberschale für einen Steuersatz, der den Gabelschaft beziehungsweise auch das ganze Cockpit ein bisschen stabiler und steifer machen soll. Und dann gibt es diverse feine Geschichten, die Cornelius da schon konstruiert hat. Die gibt es alle auf seiner Website auch. Und wie gesagt, das hat mich auf jeden Fall gefreut, weil es einfach mal eine sehr, sehr kleine Marke war, die relativ weit nach oben gekommen ist. Genau. Ja, was waren denn eure Überraschungen oder was fandet ihr denn gut? Ich fand eine Sache etwas, nicht merkwürdig, aber ist auf jeden Fall auffällig gewesen, und zwar die Wahl zur nachhaltigsten Marke des Jahres. Da gab es auf Platz 1 keine Überraschungen. Das ist wie in den Jahren zuvor auch VD gewesen. Aber bei Platz 2 ging es los. Und zwar ist Canyon auf Platz 2 gelandet und auf Platz 3 steht MacOff. Und ja, ist schwer zu sagen. Ich kann jetzt nicht einschätzen, inwiefern sich die genannten Marken da tatsächlich für Nachhaltigkeit einsetzen. Es scheint bei Canyon insbesondere Bestrebungen zu geben, Carbon-Recycling zu erforschen, was da für Möglichkeiten gibt und so, was natürlich sehr gut und sehr wichtig ist. Und bei MacOff, ich finde das auch sehr gut. Ja, es ist wirklich wichtig, weil Carbon ist einfach, hast einen kaputten Carbonrahmen, kannst ihn wegschmeißen oder verbrennen. Es gibt irgendwie keine Möglichkeit, soweit ich weiß, das irgendwie sinnvoll zu recyceln. Dann musst du mal auf MTB News gucken, da kannst du es nämlich reparieren, da haben wir einen Leitfaden schon mal gehabt. Ja, es gibt Sachen, die sind beyond repair, ne? Schlussendlich entsteht dort eine Menge Müll und das kann nur gut sein, wenn es Firmen gibt, die forschen daran, wie man aus diesem Müll irgendwas wiederverwertbares machen kann oder wie man es vernünftig recyceln kann. MacOff wiederum ist auf Platz 3. Ja, keine Ahnung, was da der Grund ist. Sie haben zuletzt vermehrt damit geworben, biologisch abbaubar zu sein. Vielleicht ist das bei den Leuten hängen geblieben in den Köpfen und haben entsprechend das Kreuzchen gemacht bei MacOff. Was da sehr interessant ist, die Diskussionen in dem Thema, die da sehr kontrovers geführt werden. In welchem der Themen? Speziell bei der nachhaltigsten Marke. Das kann man sich vielleicht einfach nochmal durchlesen, das ist ganz interessant. Natürlich Popcorn. So meine ich das nicht mal. Das ist wirklich tatsächlich interessant. Es gibt, man merkt es, man liest es immer mal so zwischen den Zeilen durch, so ein paar Leute wissen ein bisschen was. Es ist nichtsdestotrotz sehr, sehr kontrovers geführt, die Diskussion, wie so oft. Was schade ist, ich würde da gerne ein paar mehr Argumente mal lesen. Ja. Kann man sich mal durchlesen, ist trotzdem interessant. Wie viel jetzt tatsächlich dran ist an dieser Nachhaltigkeit bei den einzelnen Marken, das kann man natürlich nicht objektiv beurteilen. Und ich finde es halt nur gut, dass überhaupt in die Richtung gedacht wird von den Firmen mittlerweile, dass das langsam ankommt in dem Bewusstsein, und da wünsche ich mir auf jeden Fall mehr von. So, Jungs, wir haben noch ein paar Themen, aber die Zeit drängt. Die Zeit drängt etwas. Ich habe hier nicht den ganzen Tag gelabert. Moritz will in den Wald und ich muss alles, was ich vorhin gesagt habe, muss ich teilweise noch zu Papier bringen, denn wir sind ja quasi schon in der Vergangenheit, wie wir sprechen, denn übermorgen kommt der Artikel erst online. Das heißt, ich muss noch ein bisschen was schreiben. Uns hören gerade 570 Leute live zu. Wir hätten das gar nicht streamen dürfen. Oh, weia. Jetzt blöd, aber gut, jetzt ist es raus. Sollen wir nochmal anfangen? Genau. Das ist egal. Davon geht das nicht weg. Siri, Spiele, Pokal oder Spital? Wir müssen wirklich, ich sehe das kommen. Wir haben irgendwann die Live-Aufzeichnung, die erste, irgendwo und verplappern 3-4 Embargos, weil es ja erst in 3 Tagen irgendwie rausgeht. Ja. Ah ja. Ja. Nee, genau. Also, wie gesagt, ein bisschen ranhalten. Wir haben jetzt noch ein paar Themen, unter anderem User-Weg des Jahres, Atherton Bikes und Gwintans. Ja. Schön, wie du das in einem Satz, ne? User-Bike des Jahres. Damit sind wir am Ende angekommen. Ja. Ich wollte einfach sagen, ich hake es schnell ab, weil ich bin derjenige, der schnell los möchte.
Ich will nämlich heute mal wieder Radfahren gehen. Ich war seit Oktober tatsächlich nicht auf einem Fahrrad unterwegs. Deswegen. Weißt du, was geil ist, Moritz? Auch wenn du es total eilig hast. Nee, aber du hast bei unserer Jahresendfolge gesagt, so ab Februar möchtest du wieder Fahrrad fahren. Und es ist gerade frisch Februar. Und das ist sehr gut. Ja. Du stehst also zu deinem Wort und ich finde das voll geil. Ich wäre auch sehr gerne schon jetzt früher gefahren. Ich hatte Anfang Dezember eine Knie-OP und ja, mir wurde gesagt, so ungefähr 6 bis 8 Wochen, bis ich es wieder einigermaßen belasten kann, zieht es jetzt auch schon eine Weile hin. Und ich bin heiß wie Frittenfett, wieder aufs Fahrrad zu kommen. Aber in den letzten Wochen war es einfach so unfassbar kalt, dass Hannes Mikrofonständer. Hey Hannes, kannst du mal bitte die Finger von deinem Mikrofonständer nehmen? Sorry. So, Moritz, es war so unfassbar kalt. So, mach mal. Dass es sehr kalt war. Also es war sehr kalt. Ich glaube, das kann man sagen. Und diese Woche soll es jetzt endlich schön werden. Es sind bis zu 10 Grad und Sonnenschein angekündigt. Deswegen werde ich jetzt gleich einfach mal losfahren, 1-2 Stunden in den Wald fahren, schauen, wie mein Knie damit macht. Und deswegen werden wir unsere 3 verbliebenen Themen Userbike des Jahres, Atherton Bikes und Gwintens mit doppelter Geschwindigkeit abspielen. Ich fange an mit dem Userbike des Jahres. Das könnt ihr nachlesen auf MTB News. Viele User konnten abstimmen, welches das Userbike das beste Userbike der Woche aus dem Jahr 2018 geworden ist. Wir haben jeden Donnerstag kommt unser Bike der Woche raus, was einem Mitglied unserer Community gehört. Da sind die wildesten Bikes dabei von irgendwelchen Eigenbau-Kinderfahrrädern über tolle elektrische Downhiller. Ist da alles dabei, lohnt sich jeden Donnerstag da reinzuschauen. Und wir hatten eine Abstimmung zum Userbike des Jahres 2018 und da hat ein sehr, sehr, sehr tolles Bike gewonnen. Wahnsinn, wirklich gut. Ja, völlig zu Recht auf Platz 1. Ja, der Link zum Artikel, der ist auch in den Shownotes drin. Auf Platz 1 mit fast 20% der Stimmen ist ein Eigenbau von unserem IBC-User Nathan gelandet. Das ist Suit 1 oder Suit 1. Ist ein ziemlich cooles Fully. Bisher sind 7 Rahmen davon gebaut worden. Mit Custom-Geometrie, mit einem ziemlich cleveren Hinterbaudesign, mit einfach richtig geilen Features, wie zum Beispiel eine die Kettenführung in die Kettenstrebe integrierte Kettenführung. Es ist echt der Knaller. Es sieht super schick aus. Sieht eigentlich so aus, wie ein Fahrrad aussehen sollte, wenn man es malt. Es ist ein echt tolles Bike. Hat auch eine Aufnahme für die 8-Pin-Sattelstütze, also eine in den Rahmen integrierte Vario-Stütze. Ist ein sehr, sehr cooles Bike. Sollte man sich auch unbedingt anschauen und ist völlig zu Recht auf dem ersten Platz gelandet. Auf dem zweiten Platz ist auch ein richtig cooles Fahrrad gelandet und zwar ein Iron Horse Sunday. Wer früher Downhill so in Zeiten von Freecaster geschaut hat, der kennt dieses Rad natürlich sowieso. Und unser User BigAir92 hat sich ein neongrünes Iron Horse Sunday, so wie es sein muss, umgebaut auf 27,5 Zoll Laufräder. Und zwar nicht einfach so 27,5 Zoll Laufräder reingesteckt, sondern alles Mögliche modifiziert, dass es auch tatsächlich jetzt eine sinnvolle Geometrie hat und so weiter. Und es ist nach wie vor einfach ein wahnsinnig cooles Rad. Ich habe lustigerweise jetzt vor ein paar Tagen auch mal in unserem Bike-Markt geschaut, ob es zufällig irgendwelche Iron Horse Sunday-Rahmen in Größe L oder XL aktuell gibt. Einfach so als Eigenbauprojekt, weil ich es so cool finde. Ich brauche nicht unbedingt ein Downhill-Rad, aber das irgendwie mit größeren Laufrädern einzubauen, das wäre schon was mich reizen würde. Ist auf jeden Fall, ja. Zum Iron Horse ganz kurz nur, ist euch mal der Schattenwurf im Hintergrund aufgefallen? Ich finde den Sattel sehr lustig gerade. Ja. Ja, stimmt. Oh. Sehr geil. Außer wenn man sich den Gesamtschatten, der Gesamtschatten sieht auch des geil Rades. Aus. Sehr schön, ja. Ja. Ich bin komplett vergurkt. Okay, ja. Machen wir weiter. Platz 3, was haben wir denn da? Und auf Platz 3 ist ein, wie spricht man es aus? Conair? Ich würd Conair sagen, Conair. So wie der Film mit Nicolas Cage. Ja. Ja. Von unserem User MC Sonnenschein. Oder Mac Sonnenschein oder Mk Sonnenschein.
MCS Onnenschein. Ja, das wird sein. MCS Onnenschein. Ein Kinderbike, was edler ist als 99,9% aller Erwachsenenräder. ist im Prinzip ein Laufrad mit 3D-gedruckten Muffen und Carbonrahmen. Muss man sich einfach anschauen. Ich habe das Bike hier gerade vor mir. Voll auf geil. Bildern und man kann es nicht in Worte fassen. Hatten es ist wir orange auch schon und schwarz. Mal tatsächlich im Podcast, ne? Das war damals schon so beeindruckend, als es Bike der Woche wurde, hatten wir auch schon mal angesprochen. Sehr geil. Ich habe übrigens einen knaller Übergang jetzt. Moritz, wo ich gerade 3D gedruckte Muffen und Carbonrahmen sehe. Das wollte was ich haben bringen. Wir denn noch für Themen? Ja, vielen Dank für diesen wahnsinnig tollen, also dieser Übergang, ein Traum. Ja, wir haben noch ein großes Thema und zwar Atherton Bikes. Sorry, Markus. Ich komme nach wie vor nicht so ganz klar drauf. Es gab immer mal Gerüchte um die Athertons, was die dann jetzt dieses Jahr machen werden. Wer sie nicht kennt, das ist das wohl schnellste Geschwistertrio der Welt. G. Atherton ist mehrmals Downhill-Weltmeister geworden. Rachel Atherton ist so die beste Downhill-Fahrerin, die es derzeit gibt, auch mehrmalige Weltmeisterin, Gesamtweltcup-Siegerin. Dan Atherton ist auch ein richtig, richtig, richtig schneller Fahrer, der so Strecken wie die Red Bull Hardline baut. Und die Athertons sind bis zum letzten Jahr für Track gefahren, 3 Jahre lang, auch ziemlich erfolgreich. Und es war klar, der Vertrag, der wird nicht verlängert. Und dann gab es zahlreiche Gerüchte, was machen die Athertons denn jetzt? Die Gerüchte hatten wir auch hier im Podcast besprochen. Wechseln sie vielleicht zu Cannondale oder zu Merida oder zu Norco oder was weiß ich zu wem. Und wir haben das Gerücht auch schon mal gehört, nämlich die Athertons machen ihr eigenes Ding. Aber eigentlich, und so ging es mir auch, haben alle gesagt, das ist so absurd, das machen die auf gar keinen Fall. Und was haben sie gemacht? Sie machen ihr eigenes Ding. Sie haben ihre eigene Mountainbike-Firma gegründet und werden zukünftig eigene Mountainbikes anbieten, was ein ziemlicher Knaller ist. Aber jetzt knallt es noch mehr. Und zwar kooperieren sie mit dem Team von Robot Bikes. Da hatten wir auch schon mal einen sehr, sehr interessanten Hausbesuch und haben auch das Enduro-Bike von Robot getestet. Das ist eine recht interessante Verbindung zwischen den Athertons und den Leuten, die hinter Robot Bikes gesteckt haben, die jetzt zusammen mit den Athertons eben Atherton Bikes machen. Es handelt sich nämlich auch um Fahrräder, die auf 3D-gedruckte Muffen setzen, genauso wie im Userbike des Jahres, was da auf Platz 3 gelandet ist. Man hat nämlich keinen Carbonrahmen, der gebacken wird, oder einen Aluminiumrahmen, der verschweißt wird, sondern die Rahmen bestehen aus geraden Carbonrohren und Titanmuffen, die aus dem 3D-Drucker kommen. Und diese Muffen, die werden eben werden rausgelasert, beziehungsweise 3D gedruckt. Rauslasern ist da der falsche Begriff. Werden 3D gedruckt und sobald alles fertig ist, werden die Muffen mit den Carbonrohren verklebt, was es ermöglicht, eine komplett custom angefertigte Geometrie zu realisieren. Und zwar ohne großen Aufwand. Man muss nicht 50.000 Euro für eine eigene Carbonform auf den Tisch legen, sondern man sagt, ja, ich hätte gern den Hinterbau zusammen mit dem Oberrohr und den Lenkwinkel. Und dann werden einfach die Muffen angepasst und man kriegt den Rahmen innerhalb von ein paar Wochen. Was ein extrem spannendes Konzept ist. Das hat Robot Bikes in der Form auch schon gemacht, allerdings auf einem deutlich kleineren Niveau, waren extrem feine Fahrräder, die auch in unserem Test sehr, sehr gut abgeschnitten haben. Und jetzt möchte Atherton Bikes dieses doch sehr innovative Fertigungsverfahren auf das nächste Level heben. Es geht los mit einem Downhill-Bike, was im Laufe des Jahres rauskommen soll, wo man sich im Prinzip auch die Geometrie komplett frei auswählen kann. Man kann sagen, ja, ich hätte jetzt gerne hier wieder wie der G auf dem Ding, in, weil die Sohle runtergeknallt ist. Das sah gut aus. Die Geometrie hätte ich jetzt auch gerne. Obwohl ich nur ungefähr ein Achtel der Geschwindigkeit habe, kann man sagen, bekommt man kein Problem. Man kann sich beraten lassen. Ja, finde ich gar nicht so unrealistisch. Ich seh mich da gerade, denke, ja, das stimmt genau. Super Fahrrad bei der Geschwindigkeit. Sorry. Ja. Also wer
wer da irgendwelche Präferenzen hat oder irgendeine Lieblingszahl hat, die er schon immer mal in seinem Fahrrad realisieren wollte, der kann das machen. Und es ist alles möglich. Es wird nicht nur bei Downhill Bikes bleiben, sondern es wird auch ein Trailbike geben, ein Endurobike, eigentlich alles Mögliche. Und alles mit der Expertise von den Athertons, die auch schon bei Trek fleißig in der Entwicklung involviert waren, die bei Commosal maßgeblich an der Entwicklung des Vorgängers vom aktuellen Supreme involviert waren, die bei GT unter anderem das Downhill-Rad und das Enduro-Rad, das Sanction mitentwickelt haben. Also die haben schon richtig viel Ahnung und jetzt eben noch die passenden Experten dazu. Was das Fertigungsverfahren angeht, sind das der Rob Haythornthwaite und das ehemalige Team von Robot Bikes. Sie haben auch einen Investor bzw. einen Investment-Experten, der ebenfalls in der Firma drin steckt, der so einer der berühmtesten Investoren Großbritanniens ist, da unter anderem auch schon in dem Äquivalent von Die Höhle des Löwen. Ich weiß nicht, ob ihr die Sendung kennt, gibt es im, gibt's im Englischen auch. Läuft da auf BBC, da war er auch schon in der Jury, also der ist durchaus bekannt, ist auch ein Mountainbike-begeisterter Mensch. Der steckt jetzt auch noch in der Firma drin und ich finde, das ist einfach ein wahnsinnig spannendes Projekt. Mal davon abgesehen, dass diese Räder auch im Downhill-Weltcup bewegt werden, finde ich eine super coole Sache. Und das ist so eine Nachricht. Wenn jetzt rausgekommen wäre, die Athertons, die wechseln zu Merida oder zu Cannondale, dann wäre das auch eine sehr coole Sache, weil es einfach bedeutet hätte, dass eine weitere Firma auf dem Downhill-Weltcup-Markt mitmischt. Aber so finde ich das schon so die spannendste Team-Neuigkeit der letzten Jahre. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber... Sehe ich auch so. Ja. Also ich finde es nicht nur spannend, ich finde es auch echt ganz schön bekloppt. Also ich bin echt gespannt, wie das ganze Projekt läuft, weil Robot nun wirklich eine wirklich kleine Marke war und das Ganze jetzt halt auch über den Namen Atherton Bikes zu vermarkten. Also ich bin wirklich sehr gespannt, ob das funktionieren kann. Weil sowas, also ich erinnere mich jetzt an keinen Fall, an dem das bisher schon vorher so gemacht wurde, dass bestimmte Fahrer eine Marke übernommen haben, die schon existiert, das Ganze auf ihren Familiennamen umgemünzt haben und dann halt eine Marke draus gebaut haben. Also ich bin da, ich wünsche den Athertons alles Gute dabei und hoffe, dass es funktioniert, aber ich finde, es ist auf jeden Fall echt ein gewagtes Projekt. Ja. Ja, ist ja sicherlich auch so eine Teilnahme ein Jahr lang am World Cup. Das ist ja sicherlich auch nicht billig, wenn man allein die ganze Reisetätigkeit und sowas mal zusammenrechnet. Mhm. Die müssen Personal irgendwie dabei haben, Mechaniker. Das ganze Material muss irgendwie vorab produziert werden. Das ist, glaube ich, auch nicht finanziell sehr unaufwendig. Und da kann man hoffen, dass sie da irgendwie ein gutes Händchen haben und dass sich das darüber rentiert. Ja. Dass sie es dann vielleicht auch in größeren Stückzahlen verkaufen können. Und wenn sie erfolgreich sind damit, dann denke ich mal, funktioniert das. Aber dazu muss man eben auch erstmal gewinnen. Und andererseits, wenn jemand gewinnen kann, dann die, ne? Das haben sie ja nur auch schon seit etlichen Jahren unter Beweis gestellt. Also ich finde das super spannend und bin auch sehr gespannt auf die kommende Saison. Ja. Ja. Ich habe mich am Freitag vor einer Woche das war der Tag, wo bekannt gegeben wurde, dass die Athertons ihre eigene Fahrradmarke ins Leben rufen. Und ich habe vormittags noch mit den dreien telefoniert, also ein paar Stunden bevor das alles online gegangen ist, und hätte eigentlich gedacht, dass die, erstmal hat es mich überhaupt überrascht, dass sie da Zeit hatten zu telefonieren für ein Interview. Das könnt ihr auch alles nachlesen auf MTB News. Erstmal hat es mich überhaupt überrascht, dass sie sich da so viel Zeit nehmen, und zweitens haben alle drei auch einen ziemlich entspannten Eindruck gemacht, als ob sie sich als ob das keine Entscheidung war, die sie einfach von heute auf morgen getroffen haben, sondern sie haben sich eigentlich schon im Prinzip seit vielen Jahren darüber Gedanken gemacht, und jetzt ist da eins zum anderen gekommen. Also ich glaube schon, dass das funktionieren könnte und dass sie das alles vorher sehr, 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 sehr gut durchkalkuliert haben. Ich denke, ansonsten hätten sie da die Sicherheit nicht aufgegeben. Sie hätten einfach zu irgendeinem anderen Hersteller wechseln können, beziehungsweise sie hätten einfach sagen können, wir beziehen jetzt unsere Rahmen von bleiben wir bei der neutralen Lösung hier vom Rewe um die Ecke.
Und dann stellt der Rewe um die Ecke denen da halt Fahrräder hin und sie vermarkten die und, ja, und bekommen jeden Monat ein, ja, eine Überweisung bzw. einen Gehaltscheck von Rewe. Und das haben sie seit vielen Jahren so gemacht. Sie hatten schon immer ihr eigenes Ding mit Atherton Racing. Also sie waren da als Familie unterwegs und hatten ihre eigene Teamstruktur und so weiter. Von daher haben sie da auch schon immer ein Unternehmen betrieben. Und ich glaube, es war Dan, der meinte zu mir, ja, sie hätten jetzt einfach wieder die sichere Variante nehmen können. Das Risiko, was dabei besteht, ist, dass sich dann vielleicht mal jemand verletzt und dann bekommt er keine leistungsbasierten Boni. Aber du hast dann jedes Jahr beziehungsweise jeden Monat ein sehr, sehr gutes Gehalt. Und die werden sicherlich einiges verdient haben in ihrer Zeit bei Track und in ihrer Zeit bei Commercial und in ihrer Zeit bei GT. Und da stecken ja auch noch andere Sponsoren drin. Das hätten sie im Prinzip einfach so weitermachen können. Ja. Von daher finde ich jetzt den Schritt, eine eigene Marke, die dazu auch noch so innovativ an die ganze Sache rangeht und natürlich noch gar nicht etabliert ist, diese Marke während der aktiven Karriere zu gründen und sich trotzdem noch auf den Rennsport zu konzentrieren, aber auch gleichzeitig ein komplettes Unternehmen aufzubauen. Ich glaube nicht, dass ich da am Tag der Bekanntgabe noch Zeit gehabt hätte, mit irgendeinem deutschen Journalisten zu telefonieren oder in den Wochen davor hätte schlafen können. Also das finde ich schon extrem spannend alles. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Was würdet ihr euch eher kaufen? Ein Atherton Bike oder eine SRAM Access Schaltung? Die Schaltung. Auch die Schaltung. Ja. Also ich bin mal sehr gespannt, wie teuer die Räder werden. Den Ansatz, dass man jegliche Custom-Geometrien realisieren kann, finde ich cool. Finde ich allerdings recht unspannend, wenn dafür dann noch ein Rahmen 4.000 € kostet. Es gibt noch keine Preise. Alle drei meinten allerdings zu mir, dass das eigentliche Ziel ist, dass keine Premium-Produkte werden, sondern dass sich jeder so ein Rad leisten kann. Also die haben jetzt beispielsweise auch in den letzten Jahren einen eigenen Bikepark gebaut. Versenderbike. Ja, also sie haben in den letzten Jahren einen eigenen Bikepark gebaut. Man kann zu den Athertons fahren, jetzt im Atherton Bikepark ab diesem Sommer Downhill fahren. Und ihr Ziel ist es, dass die Leute, die in den Atherton Bikepark fahren, dass die sich auch ein Atherton Bike kaufen können oder dass irgendwelche britischen Nachwuchsrennfahrer darauf Rennen fahren und irgendwann im Weltcup auf einem Atherton Bike an den Start gehen. Also man soll es sich leisten können und gleichzeitig sollen es sehr gute Räder werden. Räder, die sie selbst toll finden und die ihren Anforderungen entsprechen. Sie sind auch sehr davon überzeugt, dass dieses Fertigungsverfahren mit den 3D gedruckten Muffen und den Carbonrohren, die dann miteinander verklebt werden, dass das so das Fertigungsverfahren der Zukunft ist, weil sie meinen, beispielsweise in der Automobilbranche ist das eine extrem starke Entwicklung in diese Richtung. Deswegen ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis es auf andere Industrien überschwappt und bis dann natürlich auch die Preise in der Produktion und so weiter sinken werden. Ich bin gespannt. Also ganz verstanden habe ich den Ansatz noch nicht, ob das jetzt eher eine Firma für die Masse sein soll oder doch erstmal was sehr Exklusives bleibt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das erste Bike von den Athertons rauskommt und du kannst dir eine Custom-Geometrie machen und es besteht aus Carbon und Titan und trotzdem kostet der Rahmen unter 2.000 €. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber wäre natürlich eine tolle Sache. Ich denke auch nicht, dass... Bitte? Sag du. Ich wollte nur sagen, dass du musst ja so eine Produktion auch erstmal irgendwie anfahren und vielleicht gibt es eben zum Anfang ja doch fertige Größen in 5 Abstufungen, wie man es gewohnt ist. Und die Custom-Rahmen sind dann vielleicht eine Option für die Leute, die bereit sind, 50% extra zu zahlen. Und dann kann man ja schauen, ob man dann irgendwie Richtung Konfigurator geht oder so, dass man sich das Ding wirklich, so wie man es möchte, mehr oder weniger im Web zusammenklickt, bestellt und dann eine Woche später geliefert bekommt, wird man sehen. Aber ich denke nicht, dass sie das gleich zum Anfang machen können. Ja. Haben Sie denn überhaupt gesagt, wann man die kaufen kann? Gibt es da jetzt schon ein, ich hatte das nicht mitgekriegt, also fertiges Datum? Nee, konkret haben Sie es fertiges Datum nicht. Sie haben wohl gesagt, dass es schon 2019, dass da das erste Rad erhältlich sein soll. Na, das ist ja schon mal was. Ja, das ist schon mal was. Ob es dann auch so kommen wird, müssen wir schauen.
Aber es kann sein, dass in der zweiten Jahreshälfte dann der Downhiller von Athertons oder von Atherton Bikes verfügbar sein wird. Mhm. Ja. Und es ist natürlich auch ein spannender Ansatz, was so das ganze Thema Nachhaltigkeit angeht. Weil man jetzt eben sagen kann, man möchte genau seine Custom-Geometrie haben, die man schon seit vielen Jahren will, aber vielleicht auch nicht bekommt. Und jetzt dieses eine Bike, was ich mir komplett frei zusammenstellen kann und was ich auch eher schlecht weiterverkaufen kann, weil es eben genau auf mich angepasst ist. Das ist halt das Rad, was ich über viele Jahre behalten möchte. Kann auch sein, dass das vielleicht ein recht nachhaltiger Ansatz ist. Ich weiß nicht, muss man einfach mal abwarten. Aber auch da denke ich, Konkurrenz belebt das Geschäft. Absolut. Und wer weiß, ob nicht andere Hersteller auch so einen Ansatz übernehmen werden. Ja, ich bin gespannt, wie uns das im Laufe der Saison begleiten wird. Ich denke mal, das wird hier noch öfter Thema werden, auf jeden Fall. Jo. Ich bin super gespannt. Ja. So, Jungs. Ja. Wurzel aufs Rad. Ja, ja. Ich bin aufs Rad. So, nächster Themenblock. Ja, Aaron Gunn auf Intense lassen wir aus. Ja. Da ist die Katze jetzt aus dem Sack. Wir haben es schon mehrfach eingepiept. Link findet ihr in den Shownotes. Ja, Link in der Biografie. Klickt drauf. Haben wir eine Frage an unsere Hörerinnen und Hörer? Ich habe eine Frage an Hannes. Sag mal, Hannes, was hast du dir denn gekauft in den letzten 4 Wochen? Das ist eine gute Frage. Moritz, hast du gemerkt, wie ich das hier beschleunige für dich? Ja, hast du gut gemacht. Ich habe es gemerkt. Ich habe mir einen neuen Rahmen bestellt, aber da der noch nicht da ist, sage ich dazu noch nichts. Aber in der Kalenderwoche 13 wird es hoffentlich soweit sein. Und fehlen noch sehr, sehr viele Anbauteile dafür. Ist ja noch im Winterpokal. Ich bin so gespannt, wie dir dein neues Canyon gefällt. Ja, psst. Das ist, genau. Aber mehr bitte noch nicht verraten. Das dauert noch. Nee, genau. Ja. Also da fehlt noch einiges. Und wenn es soweit ist, dann gibt es das direkt mit einem Link in den Shownotes zum fertigen Bild des Fahrrades. Und mehr habe ich mir jetzt eigentlich nicht gekauft, außer den Jasmin-Tee mit Erdbeer vom Rewe. Und was habt ihr euch denn gekauft? Markus? Verschiedene Dinge. Es ist ja wirklich lange her, seit wir das letzte Mal diese Aufzählung gemacht haben. Ich habe mir gekauft eine externe SSD für diverse Daten. Namentlich eine Samsung T5 heißt die mittlerweile. Ich hatte schon mal vor ein paar Jahren mir so eine T1 gekauft. Das sind so USB externe SSDs, relativ klein, so wie eine Streichholzschachtel ungefähr. Und da passt 1 Terabyte Zeug drauf und ich nehme die für Bilder hauptsächlich. Ich hatte ja irgendwie erzählt, dass ich mir eine neue Kamera gekauft habe. Die neue Kamera hat mehr Pixel auf dem Sensor, die Bilder werden dadurch größer und die alte 500 Gigabyte SSD, die war nicht mehr so richtig ausreichend. Da habe ich knapp die Daten von einem Jahr noch raufgekriegt und ich möchte wenigstens immer das aktuelle Jahr mit mir rumtragen können an Bildern und deswegen jetzt eine 1 Terabyte SSD. Die macht einen sehr guten Eindruck bisher. Bin ich gespannt, ob sie auch so lange durchhält wie die andere. Die ist jetzt, glaube ich, schon 4 Jahre alt. Dann habe ich mir für die Werkstatt noch eine Kleinigkeit gekauft und zwar einen digitalen Winkelmesser. Das ist eine richtig geile Sache. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Ja, so ein Messer, mit dem du um die Ecke schneiden kannst wahrscheinlich. Genau so ist es nämlich. Nee, ist so ein kleines quadratischer Querschnitt, so ich würde sagen 7x7 Zentimeter. Das kannst du einfach hinstellen und der zeigt dir an, in welchem Winkel das Ding steht. Hat sogar Magnete eingebaut, das heißt, du kannst es auch irgendwo an ein Stück Eisen oder sowas ranheften und der zeigt dir aufs Hundertstel genau an, welcher Winkel jetzt gerade, in welchem Winkel das gerade steht. Und ich habe es mir gekauft für das Schleifen von Stechbeiteln. Da braucht die Klinge so einen relativ exakten Winkel. So. Was? Ja, ist ein Holzwerkzeug. Sehr geil. Und die muss man relativ genau schleifen und dafür habe ich das genommen und das ist perfekt. Und das Dritte, was ich mir gekauft habe, ist ein elektrischer Garagentorantrieb. Wir haben in der Garage so ein Schwingtor drin. Das haben wir bisher immer manuell bedient. Und jetzt ergibt es sich, dass das Kind hin und wieder diese Garage öffnen muss und sie das aber nicht allein schafft, weil sie einfach noch nicht lang genug ist. Und da habe ich dann kurz überlegt und habe gesagt, alles klar, wir bauen da einen elektrischen Antrieb rein mit einer Fernbedienung.
Und das Ding kam letzte Woche und dann habe ich es jetzt am Wochenende mal so ein bisschen eingebaut und ja, das ist richtig geil. Hast eine Fernbedienung, Tor geht auf und ja, super Sache. Du hast übrigens heute das Bingo fertig gemacht mit Wörtern, die wir noch nie bisher im Podcast verwendet haben. Okay, erzähl mal, was waren das? Stechbeitel? Winkelmesser, Stechbeitel und Garagentorantrieb. Das waren die drei. Na, warte mal auf die nächste Episode. Die nächsten Sachen sind unterwegs. Stechbeitel klingt wie so eine ganz aggressive Fischart. Ja, so ein blöder Stechbeitel wieder im Teich gewesen. Ja. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht kauft ihr euch nächste Woche einen Stirnlappenbasilisk im Terrarium genau. Oder so. Zum Thema Winkelmesser nochmal. Das Ding ist übrigens auch ziemlich praktisch, wenn man mal ungefähr einen Fahrradrahmen, wenn ein Fahrrad so dasteht, habe ich mir auch gerade gedacht. Kannst du nämlich so ranhalten und gibt dir relativ, ja, so auf ein halbes Grad genau zumindest schon mal einen Winkel. Also das mit ein bisschen Geschick kriegt man das ganz gut hin. Moritz, was hast du dir gekauft? Ja, ich habe mir ein iPhone X gekauft. Da ist auch ein digitaler Winkelmesser drin. Stimmt, ja. Tja, Markus. Also jetzt im Prinzip habe ich mir auch einen digitalen Winkelmesser gekauft, mit dem ich sowohl meine Stechbeite vermessen kann, als auch telefonieren kann. Das ist ganz praktisch. Ist ja auch ungefähr 7x7x7 Zentimeter. Ja, zum Glück nicht ganz so dick. Aber ja. Ja. Ja, gut. Ja, das war es mit meinen Neuerwerbungen. Ich denke, das reicht. So. Ja, wie war denn euer Getränk? Also, ja, die Fritzmate, sie schmeckt durchaus matig. Das ist deutlich zu merken, aber schmeckt auch extrem süß, obwohl gar nicht so viel Zucker drin ist. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Ja, Füße reingehalten. Ja, wahrscheinlich. Also hier steht 5,2% Zucker. Das ist ungefähr so viel wie in Clubmate. Aber die Clubmate schmeckt nicht annähernd so süß wie die hier. Also interessant, aber ich würde es, glaube ich, nicht nochmal kaufen. Ja, kann ich auch nur von abraten. Meine Mio-Mio-Mate war wieder sehr gut. Glaube ich, meine Lieblingsmate. Und der Cappuccino, den ich getrunken habe, der war auch sehr gut. Mein Blechbrot Wildkatzen IPA war lecker auf jeden Fall gestern. Es ist schon ein relativ starkes IPA auf jeden Fall. Definitiv kein Bier, was man jetzt irgendwie, von dem man 5 Dosen, es kommt nicht wie in der Dose übrigens, deswegen Blechbrot, 5 Dosen von trinken sollte jeden Abend, aber so ja, eins zwischendurch ist ein sehr solides IPA. Es ist relativ teuer. Ich glaube, die Dose kostet über 3 Euro. Aber, naja, ist ja auch Einwegpfand drauf, ne? Das kommt noch dazu. Aber ja, ich kann es empfehlen. Ist ein leckeres Bier, aber definitiv schon relativ stark. Cool. Also nichts für den Morgen. Nichts für den Morgen, ne. Na, zumindest nicht nach dem Zähneputzen. Nee. Gut. Haben wir doch eine Bitte zum Schluss? Wir haben eine Bitte. Leute, ja. Leute, bewertet uns. Leute, bewertet uns, wo ihr nur könnt. Bei iTunes, bei anderen Podcast-Verzeichnissen. Das hilft uns sehr. Und wir sind motiviert, dann auch tatsächlich den 2-Wochen-Rhythmus einzuhalten. Wenn ihr ja. Und? Ich habe noch eine Idee. Und zwar, nehmt doch mal mit dem Hashtag Pokal oder Spital, verlinkt uns doch mal auf Instagram beispielsweise in eurer Story oder irgendwo so und wir gucken ab und zu mal nach und wir werden mich mal sehr gespannt, wo ihr uns hört, genau, also Hashtag Pokal oder Spital, verlinkt euch in euren Bildern auf Instagram, lasst uns diesen Hashtag noch etwas irgendwie spreaden damit und wir sind echt sehr gespannt, ob es da mal die eine oder andere zur Story gibt, wenn ihr irgendwie Radfahren geht oder sonst was. Das finde ich eine gute Idee. Ja, mach das mal. Mach ich gleich. Ich habe auch noch eine Bitte. Und zwar wurde sich wieder beschwert, dass die Soundqualität meines Accounts zu wünschen übrig lässt. Dabei war es gar nicht mein Account. Es war Markus' Account. Das bitte. Haben wir aber auch in den Kommentaren geklärt. Und wir werden jetzt auch in Zukunft... Ja, das ist nochmal eine Bitte an die User. Bitte, wenn ihr jemanden kritisiert, dann gefälligst hier den aus Mecklenburg-Vorpommern. Und wir werden in Zukunft das einfach so handhaben, dass jeder, wenn er einen Satz beginnt, den Namen voranstellt. Markus, Hannes, siehst du das auch so? Hannes, ja, ich sehe das auch so, Markus. Markus, Hannes, Moritz. Bitte auf deinem Nippelbrett ein. So, alles klar. Dann
Hannes sagt, viele Grüße auch nach Sachsen-Anhalt zu Markus. Schön, dass du dabei warst heute. Ja, ich grüße euch aus Thüringen zurück. So, ja. Wir wären eigentlich durch, ne? Ja, Moritz, sind wir durch. Schwing dich aufs Rad. Ich hoffe, dein Knie hält. Oh ja. Ja, das hoffe ich auch. Und das Wetter. Ich schreibe dann mal den Eagle-Artikel weiter. Das heißt Axis. Der Axis-Artikel, ja. Boah, Axis. Ja. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, ne?